So, hallo, 15:15 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Der Stream ist gestartet. Eventuell noch mal kurz im Chat reinschreiben, ob ich zu hören bin. Das wäre ja ganz wichtig eigentlich, ne? Ansonsten haben wir ein bisschen Zeit. Ich sehe im Chat hier aktuell bei mir noch nichts. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen warten, dass es zeitversetzt ist. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten gucke ich auch noch mal auf YouTube, wie es da ausschaut. Könnt ihr mich denn hören? Also im Moment passiert ja scheinbar nichts. Frank, alles gut. Ja, super, Frank. Danke für den Info. Oh, Audio okay, klasse. Bild steht noch, ist klar. Ich möchte hier, gerade weil es jetzt heute der erste Stream nach langer Zeit ist, dass auch alles funktioniert. Sieht doch gut aus, wunderbar. Ganz kurz zur Erklärung, was erwartet uns heute hier, was erwartet euch hier? Ganz klare Sache, wir alle diskutieren aktuell über DTE, 0 DTE, 0 DTE Trading und ich finde das Thema extrem spannend, weil wir sind im Daytrading-Bereich dann, wir gehen morgens oder eben halt zur Börseneröffnung in den Trade rein, relativ zeitnah und halten entweder bis am Ende zur Fälligkeit, wenn wir unsere Strikes gut wählen, oder eben halt, wir suchen sogar einen aggressiven Ansatz, um schnell rein und schnell rauszugehen. Und das ist meine Idee für die, die mir hier die ganze Zeit folgen oder auch die im Pullman's Club sind. Denn im Pullman's Club traden wir das jetzt tatsächlich seit einigen Wochen, diskutieren das sehr ausgiebig und sehr heiß und haben auch schon erste recht erfolgreiche Ergebnisse, aber auch einige Tiefschläge zu verkraften bei den Jungs, die das jetzt wirklich vorangetrieben haben und hier wirklich vorne vorangehen. Ich möchte jetzt aber, wie gesagt, heute aufgrund dessen, dass mein Real Depot extrem gelitten hat und ich hier wirklich in einer Situation bin, wo ich so ein bisschen gefangen bin, nicht so viel traden kann oder eigentlich gar nicht traden kann, sehr vorsichtig traden muss, um das Depot nicht komplett zu ruinieren, sondern hier wirklich auf den Bounce warten muss, möchte aber natürlich trotzdem weiter für euch da sein und möchte eben halt nicht irgendwelche verrückten Themen bis zum Ende und bis zum Get-No ausdiskutieren und darüber philosophieren, was man hätte anders machen können oder wie auch immer. Ihr wisst, hier bei mir geht es immer darum, irgendwelche Live-Events zu machen, live zu traden, das Ganze live zu verfolgen und dann über die Ergebnisse eben halt zu philosophieren und zu sagen, okay, das hätte ich besser so nicht gemacht. Oder eben halt zu sagen, okay, der Ansatz ist cool, den versuche ich mit zu übernehmen und da werden wir sehen. Wir werden im Pullman's Club diese Trading-Session regelmäßig machen, definitiv. Hier auf YouTube, aber auch und zwar mit diesem einen einzigen Trading-Ansatz, den ich euch dann hier zeige, beziehungsweise den ich dann immer für diese Situation bevorzuge. Aktuell ist es eben halt das kleine Konto, was ihr noch aus dem Battle von Freaky Finance und mir kennt, wo eben halt wir irgendwie mit knapp 3.000 Dollar rausgegangen sind. Aktuell steht es irgendwo so bei 2.500 Dollar und mit diesem Konto möchte ich jetzt im Prinzip ganz kleine Positionen traden und versuchen, dieses Konto wieder auf Vordermann zu bringen. Oder was heißt wieder auf Vordermann zu bringen? Im Battle hat es ja letztendlich aufgrund vieler Schwierigkeiten, die in den Jahren waren, vor allen Dingen durch Brokerwechsel und so weiter und so fort, nicht richtig geklappt. Jetzt aber glaube ich, durch diese 0DTE Daytrading-Möglichkeit habe ich hier auch eine Möglichkeit, das Depot entsprechend nach oben zu traden und zu pushen. Im Moment sind sogar noch zwei alte Wheel-Positionen drin mit CCL und GE. Da muss ich mal sehen, dass ich die unter der Woche oder irgendwie die Tage dann auch mal liquidiere. Auf der anderen Seite, wenn jetzt eine Erholung kommt, vielleicht sind da ja auch noch ein paar Euro auf der Seite drin. Ansonsten ist es eben halt so, dass ich mit dem Depot jetzt tatsächlich versuchen werde, hier diese 0-DTE-Trading-Strategie umzusetzen und eben halt als Beispiel das kleine Konto nehme. Wir werden, wie gesagt, das Ganze im Pullman's Club deutlich verfeinern. Wir werden vor allen Dingen die deutlich lukrativere Strategie, die wir dort auch handeln, hoffentlich dann schnellstmöglich gemeinsam handeln, dass wir dort ins Live-Trading kommen. Aber dort ist es eben halt so, wenn wir die Strategie handeln, dann sind wir länger in den Trade drin, haben wir 4, 5 Stunden erfahrungsgemäß, wo wir im Trade sind, bis dann wirklich der Zeitwertverfall komplett einsetzt oder eben halt wir eine sehr starke Bewegung haben. Das, was ich euch hier zeigen möchte, sind wirklich idealerweise Trades, die irgendwie so eine halbe Stunde, maximal eine Stunde dauern. Derzeit können wir hier ein bisschen rumphilosophieren,
können uns das angucken. Ich bleibe in diesem Trade eben halt drin. Ich bleibe live dabei. Wir gucken uns die Chartentwicklung. Ich teile ein bisschen meine Gedanken. Ihr könnt Fragen stellen dazu. Und dann machen wir das eben halt hier gemeinsam auf dieser Plattform. Ich sehe ja auch jetzt hier an den Kommentaren, dass einige aus dem Pullman's Club dabei sind. Ihr wisst, um was es letztendlich geht. Hier bei der ganzen Geschichte und für alle die, die jetzt eben halt auf dem YouTube-Kanal erstmalig mit dabei sind. Und das Ganze jetzt hier sehen, für die wird es natürlich dann auch eine spannende Geschichte. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. Warum teile ich meinen Bildschirm? Ganz einfach. Wir müssen natürlich den Disclaimer einblenden, denn wir handeln live. Wir sind live dabei gleich, wenn die Märkte aufmachen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir dann auch den Risikohinweis verstehen und natürlich auch den Disclaimer dazu, also dem Captain's Dinner Signaldienst. Das ist ja, ich muss den noch umschreiben, also die hier auf YouTube gezeigten Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten ersetzen keine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater. Meine Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten meines Signaldienstes, beziehungsweise richten sich in dem Fall hier an euch, aber eben halt mit dem Ziel, Ihr Anlageverhalten und Ihr Anlageziel können sehr unterschiedlich sein. Meine Analysen und Empfehlungen berücksichtigen in keiner Weise deine persönliche Anlagesituation. Also ihr kennt das ganze Spielchen aus. Schulungszwecken dient oder zu Schulungszwecken dient dieses ganze Video. Und einfach um zu sehen, wie funktioniert 0DTE oder wie funktioniert es nicht. Also ich muss das hier nochmal ein bisschen wieder umschreiben, dass es hier für diesen Signaldienst halt passt. Es ist einfach spontan, weil ich jetzt gerade heute die Zeit habe, euch das einmal vorzustellen, ohne eben halt groß in der Vorbereitung dabei zu sein. Wir werden, wie gesagt, jetzt, wenn es gut läuft, sogar dreimal die Woche traden, weil, und darum geht es jetzt einfach mal, gucken wir uns einfach mal an, was habe ich vor, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Idee ist ganz einfach, $2,500 Konto habe ich, es ist Daytrading, wir gehen rein in den Trade und wieder raus in den Trade. Unter $25,000 bin ich dort eben halt auch begrenzt, was den Handel anbelangt. In den USA darf ich eben halt nur 3 Daytrading-Trades pro 5 Tage machen, pro 5 Handelstage machen, wenn ich denn eben halt unter $25,000 ein Konto bewerkstellige. Und deswegen habe ich hier mir eben halt als Vorgabe reingegeben, maximal 3 Trades pro Woche. Also wir werden maximal 3 Trades hier in dieser Form aufsetzen. Wenn es heute eventuell 2 Trades gibt, dann gibt es nur noch den einen Trade hinterher und dann werden wir eben halt sehen. Ja, Simon, genau, wir gucken mal. Also das können wir uns nochmal richtig überlegen, wie wir das Ganze am Ende dann nennen oder auch nicht nennen. Es sind ja wie immer bei mir, ich schreibe mir hier keine Ideen auf meine Fahne, die ich irgendwo anders aufgesaugt habe. Es ist einfach etwas, was im Netz öffentlich schon zugänglich ist. Jeder kann sich das eben halt raussuchen, 0DTE Trading. Und hier versuche ich eben halt das Bekannte und ja auch schon erfolgreich praktizierte für uns umzusetzen, für den deutschsprachigen Raum. Ich habe jetzt in der Vergangenheit gehört, dass eben halt ganz viele mit den USA zusammenarbeiten. Ja, wie auch immer, ich versuche das hier für uns eben halt umzusetzen und dass wir das idealerweise gemeinsam erarbeiten und versuchen, hier wirklich ein erfolgreiches Trading-Setup auf die Reihe zu stellen. Wie gesagt, wir werden das intensiv immer wieder auch oder ausgiebig im Pullman's Club natürlich besprechen und durcharbeiten. Aber in dieser ganz einfachen Form, wie gesagt, möchte ich auch hier auf der einen Seite ein bisschen Werbung für unseren Pullman's Club machen, weil wir dort wirklich mittlerweile eine hohe Qualität an Tradern haben, die wirklich nicht nur im Wheel-Bereich aktiv sind und wie gesagt, die aber auch im Wheel-Bereich sehr stark sind. Aber aktuell, zumindest bei mir, ist es so, dass ich da einfach auf der Warteliste bin. Ich muss einfach mich langsam wieder vorarbeiten oder eben halt die Märkte müssen wirklich stark bouncen, damit ich hier auch wirklich wieder im normalen Wheel-Bereich aktiv werden kann. Mein Setup dort habe ich ein bisschen angepasst. Das soll aber nicht das Thema sein. Nichtsdestotrotz sind wir im Bärenmarkt. Wir sind eventuell auf Sommerrallye-Kurs, dass wir tatsächlich mal ein paar alte
tiefere Hochs aus dem Markt rausnehmen. Und in dieser Phase macht es vielleicht auch mal Sinn, wirklich im Daytrading-Bereich etwas entspannter das Ganze anzugehen. Also, was ist also meine Idee? Mein Ziel ist es, mit diesen 2.500 Dollar im Schnitt pro Woche 15 Dollar zu verdienen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Trade mit 15 Dollar geschlossen wird, sondern es heißt, dass ich im Schnitt pro Woche 15 Dollar verdienen möchte. Wie berechnet sich das bei mir? Ganz einfach, ich sage, ich werde pro Trade zwischen 30 und 60 Dollar verdienen, aber ich werde auch pro Trade etwa 100 Dollar verlieren. Und ihr seht es hier, mein Risiko pro Trade liegt bei 100 Dollar. Das sind bummelig, was haben wir denn da? 250 Dollar, 125 Dollar, 5, also sind 4% vom Depotwert, was ich pro Trade jetzt aktuell einsetze. Ihr wisst es, ich bin da immer ein bisschen aggressiver als andere, die immer gerne mal mit 0,2% arbeiten oder 2% arbeiten. Aber ein Trading-Depot ist ein Trading-Depot. Es ist Risikokapital. Es kann maximal verloren werden, wie auch immer. Ihr seht, Total Risk pro Woche heißt im Prinzip 300 Dollar kann ich pro Woche maximal verlieren. Warum kann ich 300 Dollar verlieren? Weil ich 3 Trades pro Woche aufsetzen kann und die wiederum können alle im Verlust enden. Das heißt, das Risiko ist pro Trade 300 Dollar. Das heißt, ich kann maximal eben halt von 2.500 Dollar auf 2.200 Dollar zurückfallen. Und da muss man eben halt sehen, wie man letztendlich weitermacht. Die Idee ist es eben halt, ein dynamisches Money Management drauf aufzusetzen und vorhandene Gewinne wieder einzusetzen beim Trading. Da werde ich an Grenzen stoßen, was die Margin-Auslastung anbelangt. Deswegen werde ich diese Tabelle nicht unbedingt 1:1 umsetzen können. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Hier ist das Ziel, jetzt 60 Dollar zu verdienen. 60 Dollar, wenn ich 60 Dollar verdient habe, dann bin ich bereit, im Prinzip diese 60 Dollar einzusetzen für den nächsten Trade und zu sagen, okay, ab sofort werde ich dann das Doppelte an Risiko eingehen, weil ich eben halt diese 16 Dollar Margin habe. Und ihr seht hier hinten im Prinzip, wenn ich dann wieder 3 Verlusttrades in der Woche habe, wobei ich bei einer Trefferquote von über 80% ausgehe. Ihr kennt das Ganze mit dem Delta 20. Ich werde unter Delta 20 handeln und von daher muss ich eigentlich dann auch nach Adam Riese. Und wenn diese ganze Delta-Berechnungsgeschichte auch dann nachhaltig und richtig ist und auch für 0 DTE funktioniert, müsste ich 80% Trefferquote haben. Dadurch früher aussteige und nicht bis zum Verfall warte, sollte ich sogar über 80% kommen. Das heißt, wirklich 3 Verlierer in Folge kann natürlich jederzeit mal passieren, keine Frage. Aber dem folgen dann eben halt auch immer mal wieder Gewinner. Und dann geht es eben halt auch entsprechend hoch. Das heißt, hier ist mal so mein Maximalrisiko in der Woche und idealerweise passiert nicht gleich in der ersten Woche, dass ich 3 Verlusttrades habe, weil dann muss man das Ganze nochmal überdenken. Dann wird das mit dem Money Management wieder ein. Wenn ich dann jetzt hier auf 2.200 Dollar runterrutsche von 2,5, dann gehe ich nochmal ins Eingemachte, gucke mir mein Setup nochmal an und schaue nochmal. Aber idealerweise komme ich eben halt hier in den Gewinnbereich rein, setze Gewinne, die hier auflaufen für entsprechendes Risiko pro Trade wieder ein. Und wir sehen eben halt, wenn ich hier bei 1.600 Dollar Gewinn bin, dann bin ich bereit, 2.100 Dollar zu riskieren. Und so schiebt sich das rein theoretisch. Das sind ja theoretische Zahlen, wenn ich 11.381 Dollar im Gewinn bin, dann bin ich nur noch bereit, 5.700 Dollar zu riskieren. Also es gibt hier einen Punkt irgendwo mittendrin, wo das Risiko des Depots wieder auf 2.000 runterfallen zu lassen relativ hoch ist und wo maximaler Verlust von 58% durchaus möglich sein könnte. Was aber nicht heißt, dass es auch kommt, denn wie gesagt, vielleicht sind wir auch bei 25 Dollar pro Trade. Und wir sehen hier, dann ist das maximale Verlustrisiko schon nur noch bei 46% pro Woche, nämlich hier in dieser Phase, wenn man hier eben halt das Konto auf 4, also auf ungefähr 5, also auf über 4.600 Dollar getradet hat, dann wäre man im Prinzip in der ganz, ganz kritischen Woche. Aber die Zahlen werden wir nachher mit den tatsächlichen und echten Zahlen anpassen, wenn wir hier Ergebnisse haben und wissen, was wir hier pro Woche eintragen können. 15 Dollar pro Woche, wie gesagt, ist das Ziel. Und mit 15 Dollar die Woche kann ich eben halt versuchen, jetzt hier von Level zu Level zu leveln, also immer schön hochleveln oder eben halt auch wieder runterleveln, wenn es mal schief läuft. Auswertung ist immer am Ende der Woche nach 3 Trades, denn wie gesagt, das ist der Total Risk von 3 Trades. Wenn man 3 Verlierer in Folge hat, dann rutscht man entweder tatsächlich im Level deutlich wieder zurück oder eben halt
Man muss sagen, okay, ab hierhin irgendwo ist hier dann auch mal Stopp im ganzen Gelände. Wir sehen hier, das kann bis 1600 runtergehen, 1960. Also der Tiefstand des Kontos dürfte eigentlich nicht unter 1600 Dollar geraten. Und das ist eben halt aktuell erstmal so der Stand. So, das ist mal soweit die Theorie. Wir haben es gehört, die Börsen eröffnen jetzt. Wir gucken uns also gleich den SPX an und gucken, wie wir den SPX traden. Meine Frage, wie geht das mit dem Day-Pattern unter 2000 rein und raus an einen Tag? Ja, wie gesagt, einfach nur 3 Trades pro 5 Wochen. Also das ist genau der Punkt. Ich habe es ja hier maximal 3 Trades pro Woche. Mehr mache ich da nicht, sodass ich innerhalb des Regelwerks halt bleibe. 3 Trades darf ich machen. Tastyworks hat auch einen Counter, zählen für mich dann mit. In der Regel werde ich eigentlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag versuchen, die Trades aufzusetzen. Aber es kann auch mal sein, dass ich mal einen Tag aussetze, weil ich an einem Tag vielleicht 2 Trades mache. Vielleicht mache ich auch mal nur die Woche 1 Trade, wenn ich eben halt relativ gut in meinem Level bin. Das müssen wir eben halt gucken, aber das muss ich definitiv im Auge behalten. So, das ist die Idee dabei. So soll das Ganze dann eben halt vonstatten gehen. Und wir gucken uns das Ganze eben halt beim SPX an. Und hier geht es jetzt einfach darum, dass ich sage, okay, was erwartet uns beim SPX heute? Wo geht die Reise hin? Wie kann ich jetzt hier diese 0-DTE-Position am besten traden? Wir sind jetzt hier eben halt im Bereich 3.993. Ihr seht das hier am rechten Bildschirm. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Tastyworks hier rüberschieben kann. Das müsste ich nochmal gucken, ob man hier die Möglichkeit hat, den Rand zu verschieben. Also aktuell sieht es mir im Moment nicht so nach aus. Also wir müssen hier jetzt erstmal damit mit Vorlieb nehmen, dass wir hier am rechten Rand eben halt aktiv sind. Also wir sehen, wir haben mit einem ordentlichen Gap nach oben geöffnet, sind aber dadurch auch jetzt hier seit einiger Zeit im 3-Minuten-Chart bin ich unterwegs, eben halt relativ bullish dabei. Ich mache jetzt hier nach der klassischen Breakout-Strategie und warte eben halt jetzt die erste Phase ab, wo ich sage, okay, ich lasse den Markt sich jetzt erstmal finden und sage, in der Phase, wo er sich jetzt hier idealerweise findet, entscheide ich, was ich dann wie mache oder nicht mache. Hier haben wir die Range vom Freitag zwischen den blauen Linien. Gap lassen wir mal kurz eingezeichnet und wir nehmen mal den aktuellen Tagestief, das aktuelle Tagestief. Dann eben halt nicht, dann machen wir das so. Nehmen wir hier, aktuelles Tagestief ist hier dieser Bereich. So, und dann lassen wir den Trade jetzt erstmal, beziehungsweise den Markt jetzt erstmal laufen und gucken, wie wir hier gleich einsteigen und gucken auch mal, ob ich überhaupt eine Position eröffnen kann. Denn, wie gesagt, hier sind einige Positionen aktuell am Laufen, aber es sieht natürlich ganz gut aus hier. Wie gesagt, GE werde ich noch rausnehmen, Carnival werde ich noch rausnehmen, die anderen laufen nach und nach aus. Delta Airlines ist ein Trade, den wir bei uns im Seminar aktuell haben, wo es diese Cashback-Trades gibt. Hier arbeiten wir uns eben halt auch dran raus, aber ich denke, hier habe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit mit einzusteigen. Ich habe es schon gesagt, das Konto aktuell bei 2600 Dollar. Also von daher müsste hier auf jeden Fall ein Trade auch möglich sein. Ich gucke mir das gleich in aller Ruhe an, wenn wir hier den Chart haben und wenn wir hier eine Tendenz haben, wo die Reise denn hingehen könnte oder nicht hingehen könnte. Also wir notieren jetzt irgendwo bei 3900 Dollar, machen nochmal den aktuellen Tageshöchststand. Also wir haben jetzt hier den Tagestiefstand, Tageshöchststand und hier das Gap. Diese Linie hier, das ist natürlich auch klein gezeichnet hier. Nehmen wir mal raus und damit Fadenkreuz lassen wir gerne mal drin. Lassen wir den Markt jetzt erstmal noch weiterlaufen. Also wir sind jetzt ja auch jetzt 5 Minuten dabei, 10, 12 Minuten, 15 Minuten und dann schauen wir, also nach 12 Minuten schaue ich nach einem Trade, welchen Trade man heute eingehen könnte und dann geht es eben halt los oder auch nicht los. Dann schauen wir mal, ob es Richtung Gap Close geht oder ob wir wirklich jetzt den Aufwärtstrend
heute weiter fortsetzen. Gestern oder das Freitag Gap ist ja auch nicht geschlossen worden. Wir haben einmal kurz zu den Tagestiefs zurückgelaufen und dann im Prinzip kurz nach oben zu laufen und dann eben halt seitwärts den Tag, den Freitag ausklinken zu lassen. Jetzt aktuell muss man halt sehen, der 20er EMA und der 200er EMA liegen relativ dicht beieinander, sind jetzt nicht extrem weit auseinander. Also von daher kann es durchaus sein, dass wir heute wieder uns langsamer sicher Richtung obere weitere Hochs bewegen werden, aber wir werden sehen. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal noch nicht so sehr um diese Daytrading, also um Tageschart-Analyse oder wie auch immer, sondern wir wollen einfach hier den heutigen Handel nutzen, um vernünftig einen Trade aufbauen zu können oder eben halt handeln zu können. Also wir sehen hier Höchststand heute, können wir das hier eigentlich oben irgendwo einblenden, sehen wir aktuell nicht. Also Höchststand hier oben irgendwie bei 3902 Punkten etwa. Hier können wir es sehen. Zack, da haben wir das High 3901,4, also 3901,4, genau dahin. Da war der Höchststand heute bei dieser Kerze und das werden wir weiter beobachten. Also, wenn wir drüber gehen nachher, dann öffnen wir einen Shortput, gehen wir hier unten drunter unter der Tagestiefkerze, die wir haben bei 3884. Zerquetscht, so, das passt schon so. Und dann gucken wir, wie das da weitergeht. So, habt ihr irgendwie Fragen jetzt zwischendurch, dass wir hier einmal gleich drauf eingehen können oder nicht? Denn im Moment, wie gesagt, werde ich hier nochmal 5 Minuten abwarten, wie sich der Markt weiterentwickelt. Idee dahinter ist eben halt, glaube ich, jetzt klar. Wir warten ein bisschen ab, ob wir Richtung Gap Close laufen oder eben halt nach oben hinweg gehen. So, das ist die Frage aller Fragen. So, das sind, wie gesagt, 3-Minuten-Chart, einfach um einfach mal reinzukommen. Durchschnittsindikation ist einmal der 20er EMA und der 200er EMA. Einfach um zu gucken, wie der Trend ist. Ich möchte eigentlich natürlich in Trendrichtung traden, also idealerweise einen Short-Put aufmachen. Das würde ich aber, wie gesagt, eigentlich erst machen wollen, entweder wenn wir hier jetzt neue Tageshöchststände erreichen oder eben halt, wenn wir Gap-Close haben und dann mit der ersten grünen Kerze dort reingehen. Auf der anderen Seite, wenn das Tief, das Eröffnungstief unterschritten wird, und ich zeitnah und zu guten Konditionen reinkomme bis zum Gap Close. Das sind immerhin, wenn wir Gap Close machen, 62, 83, das wären 20 Punkte. Das würde mir auch reichen, um ein Covered Credit Spread aufzumachen, ein Call Credit Spread aufzumachen. Das wäre die Idee dabei. So, also wie gesagt, wir werden diese Sessions regelmäßig machen. Immer wenn ich einen Live-Trade aufsetze in diesem Bereich, werde ich dann relativ kurzfristig einladen oder das hier live reinstellen. Die Aufnahmen sind natürlich dann online jederzeit verfügbar. Ihr könnt euch das dann eben halt angucken. Ich möchte, wie gesagt, so ein bisschen Gefühl für das Ganze kriegen und es macht mir eben halt auf der Seite auch Spaß und es schult eben halt, wenn man seine Gedanken dann auch laut mitteilt, um zu sagen, okay, was bewegt mich jetzt in diesem Moment dazu, diesen Trade eben halt einzugehen oder nicht einzugehen. Wenn jemand Tastyworks Chartprogramm kennt und weiß, wie ich die Kerze ein bisschen weiter nach links schieben kann, dann gerne einmal reinschreiben in Chat, weil das wäre eigentlich nochmal eine ganz angenehme Geschichte. Vielleicht hier. Finde ich jetzt aber auf Anhieb auch nichts.
Nee, muss ich mir in Ruhe mal ausprobieren, muss ich mal gucken, ob ich hier was finde oder nicht finde. Also wir sehen es, 9 Minuten sind rum. Wir haben jetzt erstmal eine kurze Verschnaufpause in dieser Opening-Phase, was natürlich ganz gut ist. Das heißt, okay, diese Eröffnungsphase ist einigermaßen durch. Wir sind relativ neutral. Das heißt, wenn jetzt dann gleich auf dem Montag die großen Marktteilnehmer mit einsteigen und sich auch trauen, etwas zu machen, dann sind wir vielleicht dort auch gleich auf der guten Seite mit dabei. Aber wir werden sehen, was passiert oder eben halt nicht passiert. Wir warten das Ganze ab und sehen dann weiter. So, wie gesagt, Fragen, wenn Fragen sind, einfach raus damit. Wir haben es jetzt 15:40, also in 3, 4, 5 Minuten spätestens sollten dann auch die Signale kommen und dann würden sie auch generiert werden. Also, wir sehen im Prinzip ja hier 3.838, wenn wir nach unten uns orientieren auf Gap Close und man sagt, okay, ich gehe hier ein Call Credit Spread ein, dann wäre die Idee, tatsächlich über dieses Niveau zu kommen, über das Hoch zu kommen. Und zwar irgendwo hier oben bei 3.920 oder sowas. Da können wir ja nochmal auch in den Trade reingucken, wie sich hier, wo sich hier wie welche Deltas bewegen. Delta da oben. Also hier können wir dann nämlich gucken, welchen Trade wir tatsächlich machen. Tatsächlich ist es dann so, dass wir. Ups, 3.910 hatte ich gesagt. Ups, das war der falsche. 3.910. So, 3.920 würde ich sogar hinkommen in dem Bereich. Vielleicht sogar 3.925 könnte ich hier traden. Das wäre wunderbar auf der Credit-Seite, auf der Call-Seite, das ist eben halt 3.925, wenn wir in den Bereich reinlaufen sollten beim SPX. Und auf der So, warum habe ich jetzt hier einen zweiten Chart drin? Das weiß, kann mir wahrscheinlich auch keiner sagen. Ein zusätzliches Fenster. Also Tastyworks macht mir hier mit dem zweiten Chart im Moment nicht so richtig die Freude, was das auch immer soll. Blöde, aber gucken wir mal. Also irgendwie ist jetzt der hintere Chart tot. Oh. Also mit den Chartprogrammen hier bei Tastyworks kann man aktuell gar nicht so richtig zufrieden sein. Aber nützt nichts. Also ich mache das hier erstmal weiter. Wir haben ja trotzdem hier die Markierungspunkte. Wir sehen ja, wo die Sache hinläuft oder nicht hinläuft. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wenn wir nach oben hin durchbrechen, da haben wir ja das Hoch gehabt bei 3.901. 3.901. Ja, das ist blöde, ne, Robert? Ich sehe das auch so. Also, das ist wirklich ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt hier einen zweiten Chart mit aufmacht und hier irgendwie hier auf der Seite haken oder stehen geblieben ist. Das ist schon ein bisschen nervig jetzt hier gerade. Aber im Moment lässt sich das erstmal nicht ändern. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Chart hier ist. Ich muss mal sehen, ich habe bewusst die
Trader Workstation von IB nicht aufgemacht, damit der Stream einigermaßen sauber läuft und ich nicht zu viel Ressourcen hier beanspruche. Aber er stammt aus dem Ausklinken. Aus welchen Ausklinken denn? So, nichtsdestotrotz, wir sind eigentlich jetzt in der Phase, wenn wir hier 3901 überschreiten, dann würde ich tatsächlich versuchen, den Trade zu eröffnen und idealerweise dann hier aber auch Richtung 3860. Das gucken wir uns auch einmal an, was wir dann hier haben, wenn wir in den Trade reingehen, 3860. Verkaufen 3550, das wäre 60, 65 Cent, ein bisschen dünn. Hier in dem Bereich 3870, 3865, wenn wir hier über 3901 hinausgehen, wäre das hier so ein bisschen der Bereich, wo ich versuchen würde, den Strike zu bekommen. 3870, gucken wir uns auch nochmal im Chart an. 860, also das ist dann so mittendrin im Gap-Close. Nicht ganz optimal, aber ich kann es aktuell dann halt nicht ändern. Also, das ist dann einfach mal so. Wir haben ja die Zielmarken, haben wir ja hier genannt. 3901,4. Also 3902 wäre für mich ein Trigger, um das Signal hier einzugehen. Und dann sind wir hier schon mal unter der 20-Tage-Linie auf jeden Fall. So, jetzt wird es spannend. 3901, 27, 23, 47. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall hier mit der Kerze ganz knapp dran. Ich warte nochmal hier ein bisschen eine Bestätigung ab. Das ist im Moment so ein Doppeltop. Das muss man nicht hysterisch jetzt sein, sondern hier wirklich, dass die 3900, weil das auch eine markante und eine runde 100er-Zahl ist, kann natürlich sein, dass hier jetzt auch ein paar Verkaufsordern sind. Wie gesagt, Gap Close kann auch jederzeit hier noch ins Visier rücken. Aber nichtsdestotrotz, 3902 steht an. Und wir sehen das hier, gleiche hoch nochmal. Muss man halt sehen. Chart extra groß. Die Zeichen sehe ich hier nicht, wo ihr das hier habt, mit euer extra groß oder nicht extra groß, das sehe ich hier nicht. Also wir sehen jetzt hier von Doppeltop, fallen wir so ein bisschen runter. Also der Markt weiß noch nicht so ganz genau, wohin er gehen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn wir hier eine Seitwärtsbewegung haben, dann ist man auch relativ abgesichert und man hat relativ schnell dann auch den Zeitwertverfall, der natürlich mit eingebaut ist, um seinen Trade dann auch aufmachen zu können. Also im Moment ist es weiter abwarten. Noch gibt der Trade das hier für mich nicht her, leider Gottes. Ich finde auch tatsächlich nicht, ob ich da hier irgendwo... Er bietet mir das nicht an. Dann machen wir das anders, genau, weil es interessiert uns ja nicht mehr so groß, was die letzten Tage war, sondern wir haben hier die gleitenden Durchschnitte, die haben wir hier und wir sehen die Seitwärtscharts. Also wir sehen jetzt deutlich, dass der Markt jetzt abwartet, ne? Dass wir gucken, in welche Richtung gehen wir, wo gehen wir rein, was können wir machen oder nicht machen. Und hier fällt natürlich dann eine Entscheidung. Wenn wir, wie gesagt, hier drüber hinausgehen, 3902 und ich den Trade dann eingehe, das wäre dann hier in dem Bereich 3870, wo der Strike dann landen würde. Aktuell mit Preis von 1 Dollar. Ich gucke mal, ob ich das Account does not have 6. Ich habe auch nicht genug Buying Power. Das gefällt mir aber nicht. Reduce by 104 Dollar. Also ich komme hier mit der Buying Power auch scheinbar nicht zurecht.
Oh, da wird es gehen, okay. 375, gucken wir uns im Chart auch nochmal an. Wenn wir auf 375 gehen, dann sind wir ungefähr hier. Mit einem Strike wäre auch noch im einigermaßen grünen Bereich. Vor allem, wir sind deutlich unter der Öffnungskerze, also da muss man dann eben halt mal gucken. Aber noch läuft der Trade. Neutral, noch können wir hier nichts machen. Jetzt greifen wir hier wieder an. Durch dieses Gap, was wir eben halt heute zur Eröffnung haben, komme ich eben halt nicht an diese Unterkante des Gaps ran. Das ist ein bisschen ärgerlich, da wäre ich schon ganz gerne gewesen. Aber es ist nun mal auch kein Wunschkonzert und wir können uns das hier dann tatsächlich nicht so aussuchen. So, nichtsdestotrotz, 3.900 sind wir jetzt. Hier oben haben wir den Preis. 3.902 ist das Ziel. So. So. Aber, ihr seht, das zieht sich ein bisschen hin, wie es denn immer so ist, ne? Da haben wir die erste Live-Session, wo man eigentlich sagt, so, jetzt könnten wir Attacke machen, jetzt geht's rein. Und es passiert tatsächlich erstmal hier nicht viel. Kommen wir sogar ein bisschen wieder zurück. Wir sehen das hier im Mitpreis direkt. Kurzes Regelwerk ist ganz klar. Idealerweise 50% von der Prämie möchte ich erreichen. Eigentlich maximal. Teilweise gehe ich auch früher schon raus. 40 Cent, 35 Cent, 30 Cent wären für mich dann eben halt auch in Ordnung. Ihr habt es ja gesehen, 15 Dollar ist mein Wochenziel. Also da kann ich relativ entspannt das Ganze angehen. Hier müssen wir jetzt eben halt tatsächlich gucken. Wir greifen diese 3.900 wieder an. 3.000 Ars Bitpreis. Im Moment haben wir noch hier ein bisschen größere Spread, leider Gottes. Aber wir sehen natürlich auch, wenn wir hier dieses Hoch jetzt aus der Anfangsphase rausnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch noch ein bisschen weiter nach oben laufen, natürlich relativ groß in diesem Moment gegeben. 16 Uhr, ich weiß gar nicht, kommen irgendwelche Zahlen? Ist da was bekannt oder wird da was erwartet? Weiß das noch jemand? Ne, also heute ist nichts Großes steht mehr an. Also das ist schon mal ganz gut. Da ist also keine Gefahr jetzt, dass wir hier um 16 Uhr irgendwelche Überraschungen erleben. Brauchen wir also auch nicht drauf achten. Läuft auch seinen Gang. So, jetzt aber mal nächster Anlauf über 3.902. Attacke, Attacke, Attacke. Er will uns den Gefallen nicht tun. So, nichtsdestotrotz, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Was wollt ihr noch hören? Habt ihr Fragen noch dazu? Ein paar Leute sind ja immer noch dabei, warten geduldig auf den Trade. Und ja, ich bin auch gespannt, ob wir hier noch zum Zuge kommen oder nicht. Nichtsdestotrotz, also wir sind jetzt gleich eine Dreiviertelstunde dabei. Ich plane mein Trading immer so bis 17 Uhr. Länger möchte ich auf gar keinen Fall machen. Wenn ich bis dato dann nichts erreicht habe, dann hat man im Prinzip 1,5 Stunden vor dem Rechner gesessen. Dann lasse ich es eben halt auch, belasse ich es dabei und beende im Prinzip die Trading-Session. Also für mich geht es darum, dass man wirklich sagt, okay, man hat maximal 1,5 Stunden, vielleicht im Trade auch mal 2 Stunden,
die man für dieses Trading aufwendet. Nun kann man natürlich sagen, für 35 Euro die Stunde ist ein bisschen magerer Stundenlohn oder für 15 Euro die Woche. Aber ihr habt das ja an der Money-Management-Tabelle gesehen, dass das natürlich durchaus skalierbar ist und dass es dann nachher nach hinten raus, wenn man bereit ist, eben halt das Risiko zu erhöhen oder eben halt, wenn man ein höheres Konto hat und das Risiko entsprechend startet, sind hier natürlich dann auch deutlich höhere Gewinne drin. Dann ist das Risiko pro Trade höher und dann sind wir eben halt auch so, dass wir, ihr seht das dann hier, dass man normalerweise ist das hier kein Wochenrhythmus, sondern eigentlich so ein Rhythmus von, ich sage ja, 15 Dollar die Woche sind 30, in zwei Wochen sind 60, in vier Wochen. Also das ist eigentlich so pro Monat ungefähr ein definiertes Ziel, dass man pro Monat ein Level absteigt. Aber wir sehen natürlich dann auch schon relativ schnell von 3.200, hier hat man dann schon 700 Dollar im Monat, hier hinten raus ist man dann schon bei 900 Dollar im Monat, da wird es dann eben halt auch schon schnell richtig sportlich und da macht das Ganze auch schon dann irgendwann Spaß. Aber da muss man eben halt hinkommen und das wiederum baut sich dann in dem Fall jetzt auf. So, jetzt haben wir 3.902 erreicht. Wir gucken uns den Chart noch einmal kurz an. Sehen, dass er das aber auch hier schon wieder abverkauft, aber nichtsdestotrotz, ich bin die Mutigen voran, sage ich mal. Ich werde den Trade jetzt eingehen zum Mitpreis. Für einen Dollar. Und siehe da, ich darf schon wieder nicht für den Preis reingehen. Mit Preis 1,10. Da geht das. Send Order. So, und jetzt muss ich einfach mal gucken, ob die Position gefüllt wird oder nicht. Aktuell arbeitet diese Order bei 1,10. Zack. Und da sind wir jetzt auch in den Trade drin. Für 1,10 Dollar bin ich eben halt hier in diesem Trade jetzt drin. Und das können wir eben halt auch Symbol SPX. Da haben wir das. Der Trade läuft jetzt also aktuell an. Und ganz klar, was mache ich jetzt hier? Ist ganz klar, Close Position, Close Profit 50%. Das heißt, bei 55 Cent möchte ich hier spätestens raus sein aus diesem Trade, allerspätestens, vielleicht auch früher. Day Trading, zack, 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 Resend, Send Order. So, also auch die Order ist jetzt am Markt platziert. Bei 55 Cent würde ich sie rausnehmen, den Trade. Und Stop-Loss, auch das ist natürlich ganz wichtig. Wo gehe ich raus, wenn ich 100% im Minus bin mit dieser Position? Das mache ich aber händisch, mechanisch. Ihr seht das hier mit Preis jetzt bei 1,5. Wir können jetzt noch mal ganz kurz auf Activity gucken. SPX, das ist die Working Order, die Filled Order bei 1,10. Das heißt, wenn wir hier bei 2,20 sind, spätestens würde ich den Trade schließen. Ich würde wahrscheinlich bei 2 Dollar schon anfangen zu gucken, aus diesem Trade halt rauszukommen. Hier sind wir jetzt bei 1,50 Dollar. Nichtsdestotrotz können wir natürlich das jetzt hier mit 1,10 Dollar direkt mal in unsere Trade Log eingeben. Ups, das war das Falsche. Trade Log. So, und wir haben Montag, den 18. Zeit. Wann sind wir eingestiegen? Ups, wann sind wir eingestiegen in den Trade? Wir sind eingestiegen in den Trade. Filled, hier sehen wir das um 15.56 Uhr. 15.56 Uhr. Timeout 15.56. Das ergänzen wir dann nachher. Strikes haben wir gewählt. Ganz einfach 3.875 und 3.875 zu 3.870. Es ist ein Put geworden. Entry war 1,10 Dollar. Exit warten wir ab und es ist ein Contract. So, also das ist das Maximale, was wir gewinnen können. 110 Dollar bei dem heutigen Trade. Schauen wir mal, was hier gleich bei rauskommt. Wir lassen es laufen. Phil, wie gesagt, 1,10. Wir sind jetzt bei 1,20. Gucken wir in den Chart rein. Wir geben jetzt ein bisschen ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell gehen wir tatsächlich hier, jetzt haben wir hier einen dreifachen Top, rutschen wir jetzt hier tatsächlich runter, dann muss ich den Trade natürlich im Verlust schließen oder aber haben wir eine Aufwärtsbewegung über diese
Tops hinaus oder eben halt greift der Zeitwertverfall als erstes ein. Das wird jetzt die spannende Geschichte, dass wir hier tatsächlich beobachten, wie sich der Trade entwickelt und was die Position halt macht. So, wir sind hier bei 1,10, 1,20, noch sieht alles gut aus. Oder was ist gut? Wir sind leicht im Minus mit dem Trade, aber das ist natürlich nicht dramatisch. So, Symbol. Die Frage, kann ich hier bei dem Symbol nur den SPX nehmen? Will er nicht so richtig haben. Also, wir sehen hier mit Preis 1,20, Limit 55, muss man gucken, wie schnell wir diesen Trade jetzt hier für uns gewinnen lassen können oder eben halt nicht gewinnen lassen können. Das ist dann am Ende natürlich die große Frage, die wir uns alle stellen. So, 3.896, der Markt bleibt in der Seitwärtsrange drin. Also, ihr seht es hier seit 15.33 Uhr passiert hier gar nichts mehr. Also wir haben die Eröffnung gehabt, haben uns 10 Punkte nach oben gearbeitet und seitdem gehen wir wirklich seitwärts. Es ist einfach eine Bewegung, die relativ unspektakulär heute ist, aber natürlich auch gefährlich, denn wenn wir jetzt nach unten rauschen, war das ein Fehltrade, dann würde ich hier unten raus vielleicht nochmal Gap Close machen. Auf der anderen Seite wäre das der erste Trade, dann würde ich es auch dabei belassen heute, dass wir hier nicht zu sehr experimentieren. So, Position 1,20, 1,25, also noch ist hier alles erstmal im grünen Bereich, obwohl wir jetzt hier 10 Punkte runtergehen mit Preis 1,35. Aber wir sind eben halt auch bei 3.875 noch relativ weit entfernt, noch 20 Punkte, die wir weg sind. Also wir sind im mittleren Bereich des Gaps und von daher eigentlich bleibt alles fein soweit. So, jetzt sind wir hier schon wieder mit Preis 1,10, 95, 1,15. Also so wie wir jetzt nach oben laufen, sind wir auch relativ schnell in dem Bereich, wo man sagen kann, okay, hier kann man den Trade dann schließen. Weil mein Ziel ist es tatsächlich, wenn ich in diesem Trade drin bin, auch so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Also ich, auch wenn das eben eine müßige Zeit war und ein bisschen langwierig war, aber für mich ist es hier anders als beim Wheel, wo ich sage, anziehen lassen und durchhalten bis zur bitteren Stunde, bis der Tod uns scheidet sozusagen, bis das Konto geschrottet ist, ist es hier tatsächlich das Ziel, so schnell wie möglich diesen Trade auch wieder zu beenden. Also wirklich schnelles Geld, kontinuierlich regelmäßige Profits einzunehmen und zu sagen, hier habe ich mir dann das Geld wirklich schnell verdient. Wie gesagt, es geht nicht um die Masse jetzt im ersten Step, sondern es geht jetzt darum, einen Track Record aufzubauen, zu sehen, wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis, was sonst in der Theorie viel besprochen wird, was andere in der Theorie halt gut machen, kann ich das auch, funktioniert das auch und wie haut das hin? Von der Beobachtung sehe ich, dass wenn der Tag so anfängt, erst die letzte halbe Stunde was los ist. Ja, wäre ja gut, Robert. Also wenn es denn so wäre, wäre es ja super, weil dann setzt ja der Zeitwertverfall jetzt ein und wenn wir jetzt wirklich in diesem Bereich rumdümpeln bis zum Get-No, dann kommt der Zeitwertverfall dazu, weil wie gesagt, im 75er Bereich hier irgendwo, das könnte ich ja mal einzeichnen, Trendlinie 375, so, keine Ahnung. Okay, jetzt zeichne ich natürlich ein bisschen blöd ein, aber irgendwo hier ist im Prinzip die 375, zack. Also hier in der Phase, also hier in dieser Linie hier, ist jetzt im Prinzip unser Strike. Wir haben den 20er hier, also das sieht eigentlich insgesamt ja ganz gut aus. Wir sehen das hier, wir sind immer noch beim 1,10er noch, nee, 1,25, also leicht im Minus in der Position. Aber das liegt eben mal daran, da ich ja hier oben eingestiegen bin. Das könnte man natürlich jetzt auch nochmal gucken, wenn man jetzt auf den Minutenchart geht. Also war es die Kerze hier, wo wir eingestiegen sind. Ich bin mir da jetzt gerade mal aktuell gar nicht so sicher. Dann sind wir eingestiegen 15,56, genau, 15,56. Also hier bei dieser Kerze 3,
54 bis 57. Hier oben sind wir eingestiegen. Also jetzt läuft es in dem Moment erstmal jetzt minimal gegen uns, aber es ist eine Seitwärtsbewegung, damit können wir immer ganz gut leben. Vielleicht macht der Markt jetzt auch eine Seitwärtsbewegung erstmal bis zum 20er Durchschnitt auf 3-Minuten-Basis und dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen entspannter aus. Wir können auch mal uns den 15-Minuten-Chart angucken. Auch hier sehen wir die 15-Minuten-Kerze. Hier dann in der zweiten Kerze der Einstieg. Jetzt haben wir einen kleinen Rücksetzer. Das ist natürlich hier dann auch hier wieder Gap Close jetzt aktuell. Das wäre natürlich blöd. Hier ist unser Strike, muss man sehen. Also auf 15-Minuten-Basis sieht das vielleicht schon gar nicht mehr so gut aus, aber wir sind auf 3-Minuten-Basis eingestiegen. Wir sehen, dass der Markt seitwärts und sich bewegt. Und wir sehen hier oben 1,20, 1,15, also knapp im Minus. Das kann man ganz gut verknusen noch. Einige sind jetzt auch bereit und sagen, okay, sie geben eine OCA-Order ein und zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt eben halt hier 2,20 ein und auf der anderen Seite 55, kann den PC ausmachen und kann das Ganze unbeobachtet lassen. Kann man natürlich auch machen, ist beim Stop nicht so meine favorisierte Sache. Ihr wisst es selber, beim Optionshandel ist die Liquidität natürlich beim SPX nicht unbedingt, aber dennoch ist die Gefahr, dass die Liquidität deutlich dünner ist und wir ja auch relativ große Spreads haben und dass der Market Maker dann auf einmal den Spread dahingehend manipuliert, dass wir Richtung diese 220 kommen, weil es ja dann mit einer 100%-Regel relativ schnell auch erreichbar ist. Deswegen bin ich dann lieber in dieser Zeit bei den Trade dabei und halte mich dann lieber an einen Timestop. Wenn wir, wie gesagt, um 17 Uhr jetzt hier immer noch in diesem Bereich rumdümpeln sollten und der Trade noch nicht beendet sein sollte, dann macht man eben halt irgendwann mal einen Timestop und geht aus diesem Trade halt raus. Aber wir sehen jetzt schon, Timing war nicht optimal, definitiv nicht. Wir sacken von dem Hoch, was dann jetzt tatsächlich der Hochpunkt war, sacken wir ab. Also zum Timing vielleicht sogar nächstes Mal, dass man, wenn man drüber ist, das Ende der Kerze abwartet und die Bestätigung noch abwartet. Auf der anderen Seite rutscht man natürlich dann mit dem Strike auch ein bisschen höher oder hat eben halt kleinere Prämien. Das muss man sich nochmal überlegen, weil die Seitwärtsphase war ja schon die ganze Zeit da und diese kleinen Peaks hier oben war jetzt dreimal getestet. Muss man sehen, ob er jetzt ein bisschen Verschnaufpause macht, um Luft zu holen oder ob er jetzt hier wirklich in dieser Innenkerze hier, wo wir uns ja seit Eröffnung im Prinzip bewegen, wir haben ja kein höheres Hoch gehabt in dieser Zeit, sodass diese Kerze eigentlich die führende Kerze ist und alles andere kann man hier aktuell komplett ausblenden. Da muss es eigentlich zu einer Entscheidung kommen, entweder ein Close über dieser Kerze oder unter dieser Kerze, um dann eine nachhaltige Bewegung zu bekommen. Uns reicht nach oben hin natürlich eine relativ kleine Bewegung, dann wären wir schon raus aus der Nummer. Jetzt erholt sich der Markt so ein bisschen wieder, wie wir sehen. Und wir sehen hier gut 1,30, noch 1,25. Wir bauen hier dann relativ schnell auch wieder ab. Muss man einfach mal gucken. Wenn wir den 55er Limit Preis erreichen sollten, das kann ich ja mal eingeben, 0,55. Hätten wir heute $55 verdient, dann wäre für mich das Trading beendet und sogar erfolgreich beendet und das Wochenziel zumindest mal in greifbarer Nähe. Ich habe aber schon gesagt, diese $15, die ich als Wochenziel ausrufe, ist ja, wie gesagt, eine Kombination aus diesen drei Trades. In der Regel ist es tatsächlich so, wenn ich $100 pro Trade verliere, brauche ich etwas mehr als zwei Trades, um diese $100 wieder aufzuholen. Dadurch, dass wir aber über 80% Trefferquote eigentlich erreichen könnten bei diesem Trading, sollte es tatsächlich dann auch so sein, dass wir deutlich stärker dabei sind. Also wir sehen hier sehen wir das Delta, wobei das Delta hier natürlich jetzt dann relativ hoch war. Also hier kommt das mit 80% auch nicht ganz hin. Hier haben wir wahrscheinlich ein 25er Delta gehabt bei Entry, jetzt sind wir bei 3890. Jetzt muss ich natürlich gucken, was der Trade jetzt macht. Wir rutschen so ein bisschen ab, 3890, aber ihr seht, er hält sich noch hält er sich relativ gut. Wir sind noch nicht in der Gefahr, hier jetzt irgendwie reagieren zu müssen und die Position schließen zu müssen. Also nochmal zum Trade. Wenn wir jetzt hier wo war ich gerade stehen geblieben? Achso,
Hier war ich in der Maske. Wenn wir jetzt hier, wie gesagt, Delta 20 wählen, um eben halt eine 80% Wahrscheinlichkeit haben, dass wir durchgehen. Jetzt war das Delta eben halt bei diesem Trade wahrscheinlich. Wir können mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier ein Delta 34. Wir sind aber auch 10 Punkte gefallen. Also ich sage ja, wir werden ungefähr ein Delta 20 haben, vielleicht 25. Also es war ein Tick zu hoch, war aber geschuldet aufgrund dessen, dass ich eben halt vom Margin her Probleme hatte. Sonst hätte ich den Trade nicht eröffnen können, weil das Konto eben halt noch zu viele kleine Positionen hat, die nicht so optimal laufen. Also von daher jetzt hier 3891, 1,30. Muss man weiter abwarten, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. 1,30, also ihr habt das hier oben, den SPX Working Order. Das kann noch ein bisschen dauern, aber es kann auch, wie gesagt, letztendlich durchaus schnell gehen und schnell laufen. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie das Ganze ausgeht, weil wir tatsächlich ja in der Seitwärtsrange sind. Jetzt baut er sich ein bisschen wieder ab, gucken wir uns den Chart an. Im Chart ja, passiert gar nicht so sehr viel. Wir können das ja nochmal, das ist also dann tatsächlich die heutige Bewegung. Also nochmal für die, die jetzt dazugekommen sind, wir traden gerade live, wir sind in den Trade drin. Eröffnung war mit dieser Kerze, habe ich hier eigentlich einen Pfeil, den ich mit Arrow... Mit dieser Kerze, das sind natürlich aber auch echt kleine Zeichen. Hier geht das auch ein bisschen größer und dicker. Naja, ihr könnt das in etwa erkennen. Hier ist der Entry gewesen. Habe ich hier auch die Möglichkeit, irgendwo was reinzuschreiben. Textnote. Entry. 3902. So, also hier war Entry. Ja, das geht doch einigermaßen auf. So. Und wie gesagt, jetzt hier rutscht er jetzt natürlich hier runter. Das ist natürlich jetzt blöde. Gucken wir nochmal auf unseren Trade, wie der aussieht aktuell. 1,65. Also jetzt muss man das ein bisschen im Auge behalten. Wenn wir tatsächlich drunter rutschen, dann werde ich den Trade natürlich schließen müssen bei 2 Dollar. Ich habe es gesagt, etwa 2 Dollar, 2,10 Dollar. Jetzt wird es hier ein bisschen wilder. Ist ja der Mitpreis, muss man jetzt tatsächlich gucken. Also ich muss das jetzt hier über den Preis begutachten. Der Strike spielt hier keine Rolle beim Mitpreis. Wenn wir im Mitpreis, kann ich die Working Order sehen. So, hier haben wir im Prinzip die Order aktuell. Also wir haben hier schon 2 Dollar, 2 Dollar im Bit-Bereich. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wo wir hier sind. 1,70er Mitpreis haben wir aktuell. Ihr seht das hier unten. Also die Order, um die geht es ja letztendlich, die wir hier managen müssen. Und da müssen wir halt gucken, wie wir hier tatsächlich rauskommen. Also wir sehen, der Spread ist noch relativ weit mit 40, 50 Cent, 60 Cent. Also von daher ist noch alles gut. Noch sind wir safe mit dabei. Aber ihr seht, es ist Zeitfaktor oder eben halt ein Bounce nach oben. Eins von beiden brauchen wir jetzt, um aus diesem Trade dann auch vernünftig rauszukommen. Schaut. Also, wie gesagt. So, also, das haben wir gesagt, dass wir hier im Prinzip in diesen Trade mit einem Short Put eingestiegen sind. Ziel ist es hier von 1,10 Dollar auf 55 Dollar runterzukommen. 50 Cent, 50% Gewinner-Trade, also 50%
Gewinnmitnahme bei diesem Trade. Wir sehen aber, dass die Tagesrange von heute vom Hoch zum Tief hier jetzt wirklich einmal komplett auch getestet worden ist. Aber wir sind auch hier nicht durchgerutscht. Also wir sind jetzt hier auch nicht dabei, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier eigentlich einen Call Credit Spread eröffnet oder wie auch immer. Das wäre noch außen vor. Hier unten ist der Strike bei 3875. Dort liegt eben halt aktuelle Strike bei mir. 3875, so, hier haben wir den Strike vom Entry, hier war Entry. So, also das ist der Strike-Preis, hier oben war Entry, aktuell läuft der Trade eben halt gegen uns, 3902 Entry, jetzt sind wir bei 3887, sind jetzt eben halt 18 Minuten in den Trade drin, also alles noch nicht so dramatisch und schlimm. Wir sehen, Mitpreis fällt dann auch langsam, aber sicher wieder runter, wie das eben halt dann so ist, wenn der Markt jetzt wieder ein bisschen nach oben zieht. Aber wir brauchen halt ein bisschen mehr, um diesen Trade dann auch zu beenden. Also, für die, die neu dabei sind, dieser Trade läuft jetzt. Ihr seht es hier aktuell etwas unter Wasser. Die Position 1,10 war Entry. Jetzt haben wir Mitpreis bei 1,45. Sollte aber relativ schnell gehen. Es ist ein Daytrading Trade im Optionshandel. Wir haben hier ein Short, Put Credit Spread eröffnet mit 0 DTE auf dem SPX. Einfach mit dem Ziel zu sagen, okay, wir wollen hier schnelles Geld verdienen. Schnell heißt eben halt nicht über den gesamten Handelstag, sondern idealerweise von 15.30 Uhr bis maximal 17 Uhr soll das Geld verdient sein. Aktuell hängen wir halt ein bisschen hinterher. Wir haben jetzt 1,35, also der kleine Abverkauf nach unten hin, das Testen des Tagestiefs scheint beendet zu sein. Und das wäre natürlich okay. Also wir sehen hier auf 3-Minuten-Basis-Entry haben wir wirklich den Höchststand erwischt heute. Und dann ging es erstmal jetzt hier runter. Also für alle die, die jetzt hier irgendwie sagen, hier ist eine grüne Kerze mit Bestätigung. Ich steige jetzt erst in den Short-Put ein, den Short-Credit-Spread. Die machen es mit Sicherheit deutlich besser, denn als ich das gemacht habe, der 20er EMA ist getestet worden, hat aber jetzt scheinbar erstmal gehalten. Also von daher, nachdem das jetzt hier erstmal eine Viertelstunde gar nicht so gut aussah um den Trade, sieht es jetzt wiederum ganz gut aus, wenn wir denn hier um 16.18 Uhr auch mit einer grünen Kerze rausgehen, dann haben wir hier auch eine Chance, dass wir den Tag so mitkriegen, ne? Oder so beenden. Gucken wir in den Trade rein mit Preis 1,35, wobei aktuell scheint das bei mir zu hängen. So, da sind wir wieder haben wir ein bisschen größeren Überblick über das Zeitfenster. Also im Moment ist er ein bisschen lahm. Aber macht nichts, wir machen einfach weiter, wir gucken uns das weiter an, 3890, hier oben war Entry, nochmal, hier ist der Entry, 3 Minuten, wir sind im 3-Minuten-Chart unterwegs, lösen uns jetzt vom 20er EMA, der 20er EMA mit dem 200er EMA ist jetzt hier zwar ein bisschen auseinandergegangen, laufen jetzt aber wieder parallel, ist eigentlich auch immer ein ganz gutes Zeichen, wenn wir da jetzt durchgebrochen werden, dann hätten wir wirklich hier Tagestiefs rausgenommen und hätten den 20er EMA nach unten hin rausgenommen, das wäre blöd gewesen jetzt in der Situation, aber so sieht es eben halt erstmal ganz gut aus, wobei ich merke, dass mein Internet dann wieder schlapper wird. Oder was auch immer. Ich gucke mal, weil oftmals macht ja Windows dann auch so wilde Updates mittendrin. Vielleicht kann ich da ja was anhalten. Okay, das ist angehalten. Ich habe mal die PowerPoint-Präsentation auch nochmal ausgemacht, in der Hoffnung, dass ich hier ein bisschen schneller
reinkomme, Working 1,60, also wir sehen, er kämpft hier mit dieser 3.890, das wiederum kostet dann hier eben halt auch ein bisschen Körner, das muss man schon mal so sehen. Aber auf der anderen Seite bis 3.875 haben wir auch noch jetzt 13 Punkte Luft bis zum Strike. Und der Zeitwertverfall arbeitet natürlich, solange wir uns über diese 3.875 halten, auch deutlich für mich. Das muss man natürlich auch sagen, dann in diesem Trade jetzt aktuell. Ne? Also das ist nicht so, dass man jetzt hier wirklich große Probleme sieht. Jetzt sind wir tatsächlich schon hier eine Stunde am Stream. Das ist ja Wahnsinn. Aber ihr seid auch alle so ruhig heute. Also ich hoffe, ihr guckt gespannt zu. Keine Fragen, keine Anregungen. Habt ihr einen Trade eröffnet in diesem Bereich? Habt ihr heute was gemacht im 0-DTE-Trading? Ich weiß ja, einige sind da durchaus schon aktiv auch dabei, versuchen auch ihr Glück dabei beim Traden. Und von daher wäre es ja vielleicht ganz spannend zu erfahren, ob der ein oder andere von euch da was gemacht hat. Gucken wir mal ganz kurz, Tasty Works. So, ja, jetzt baut er sich wieder ein bisschen auf, wunderbar, also beruhigt sich, sieht gut aus, also eigentlich eine ganz schöne Sache. Schön ist auch, wie gesagt, dass wir heute oder dass heute auch meine Position im Wheel ein bisschen nach oben bouncen, soll jetzt hier nicht Thema sein, aber aktuell können wir hier bei den Trade nicht so viel machen. Von daher sieht es aber so aus, dass ich tatsächlich auch dort durchaus wieder einsteigen kann mit dem ein oder anderen Handel. Ich werde die starke Aufwärtsbewegung jetzt heute nicht unbedingt nutzen, um neue Covered Call zu schreiben, sondern ich werde die Aufwärtsbewegung sich jetzt erstmal austoben lassen, um dann Covered Calls zu nehmen auf dem Niveau, wo diese Bewegung endet. Insgesamt glaube ich einfach, dass wir reif sind, vielleicht für eine Sommerrallye. Mal gucken natürlich, was die Quartalszahlen bringen. Klar, das ist noch ein großes Fragezeichen, da muss man noch abwarten, wie schlecht sind die tatsächlich, wie schlecht sind die Erwartungen. Also, dass das ausgebombt ist von den Erwartungen, glaube ich, ist klar. Und wir können uns das in aller Ruhe dann eben halt angucken und sagen, mal sehen, was die Zahlen denn tatsächlich hergeben oder nicht hergeben. Was haben wir für Earnings nächste Woche? Morgen können wir auch einmal reingucken eigentlich. Das ist wieder langsam, aber sicher. 3.892, also SPX arbeitet sich schön langsam wieder hoch. Sehen wir hier mit Preis, also ich arbeite mich langsam wieder in die Gewinnzone rein, dürfte gerne jetzt mal einen kleinen Bounce nach oben geben und dann wäre das natürlich nice, die Gewinne mitzunehmen. Wir können einmal gucken, was die Earnings machen derweile, was erwartet uns im Bilanzkalender diese Woche. An wirklichen Highlights, auch das kann man ja einmal mitnehmen, beziehungsweise morgen, diese Woche, nehmen wir diese Woche ruhig mal. Was erwartet uns? IBM, Bank of America, Goldman Sachs, also ihr seht, auf jeden Fall, der Earnings-Kalender ist voll. Was kommt morgen? Netflix morgen, das wäre natürlich wieder mal richtig spannend. Netflix ja immer irgendwie eine Überraschungskanone und in den letzten Earnings ja richtig abgestraft. Und nach unten Johnson & Johnson, natürlich auch interessant zu sehen, was da los ist. Haben wir sonst noch irgendwas Großes? Senko, Hugo, Silvergate. So auf dem ersten Tesla am Mittwoch, also das geht richtig los, die Earnings, also Tesla kommt raus, genau, morgen
Crown Castle Abbott auch mit dabei. Also die Earnings gehen diese Woche auf jeden Fall schon mal richtig Gas. Vor allen Dingen natürlich mit Netflix und Tesla ist ja sind ja letztendlich Mode-Earnings, die immer wieder gerne beobachtet werden und auch gespannt angeguckt werden. Und von daher gucken wir einfach mal, was da bei den Earnings dann bei rauskommt. Da bin ich auch gespannt. Kann auf jeden Fall lustig werden. Keine Frage. So, aber ich sehe 23 Leute, Mittwoch Tesla, ja, Simon, wird spannend. Also da kann durchaus dann Bewegung in den Markt reinkommen, in beide Richtungen natürlich, weil die Erwartungen einfach auch extrem runtergeprügelt sind und von daher kann da durchaus was passieren. Ja, passieren ist ein gutes Stichwort. Es passiert einfach nichts mit unseren SPX 3890, wie festgenagelt heute. 1,40, ich bin noch ein bisschen unter Wasser mit dem Trade. Aber für alle, die im Seminar dabei sind, nachher, Delta Airlines sieht ganz gut aus. Hier können wir vielleicht sogar was machen, dass wir schon auf unseren Strike-Preis kommen oder nahe dran kommen. Gucken wir mal. Hier wird auf jeden Fall Geld verdient noch zusätzlich. Also man muss sehen. Also ihr seht auch hier, GE bin ich natürlich dolle unter Wasser mit diesem Trade. Insgesamt wurden hier aber auch Gewinne schon realisiert über die Covered Calls. Der Trade, die werden aber jetzt irgendwann demnächst mal geschlossen, dann sind die raus und dann ist es hier insgesamt ein bisschen übersichtlicher. Also wir sehen $30, $20 jetzt noch hinten dran. Einfach weiter abwarten, weil es gibt einfach keinen Handlungsbedarf bei dem Trade für mich. Ich muss einfach abwarten. Mit Preis 1,40 ist alles in dem Bereich, wo ich eigentlich ganz gut mit klarkomme. Gucken wir uns weiter auf den Chart um. Ja, also wir arbeiten uns jetzt an der 20, am 20er gleitenden Durchschnitt ab, gehen zum Glück nicht runter, gehen aber auch nicht deutlich nach oben weg. Also von daher, es ist und bleibt, wie es ist. Es bleibt eine zähe Geburt irgendwie. Aber irgendwie hängt auch der Chart hier jetzt. Ich versuche mal, ob der. TradingView-Chart besser arbeitet, weil dann würde ich den jetzt mit reinnehmen, weil das ist ja ein bisschen nervig jetzt hier beim SPX. Aber dauert auch lange. Das ist natürlich das Spannende, wenn man jetzt hier zwei verschiedene Chartprogramme hat und zwei verschiedene Charts sieht. Das müsste man natürlich auch nochmal analysieren, woran es liegt. Hier sehen wir jetzt eben halt auch hier sind wir im 3-Minuten-Chart unterwegs. Und wir sehen, wir haben hier im Prinzip bei 3889 das Tief, haben es hier aber rausgenommen auf 3884. Und wenn wir dann wieder auf Tastyworks gehen, da hängt der einfach sich auf. Also Tastyworks ist hier definitiv im Chartbereich aufgehangen. Da geht irgendwie nicht mehr so richtig was. Und wir sehen auch im Mitpreis, arbeitet er sich langsam in die falsche Richtung weiter. Also da muss ich definitiv sehen, wie ich damit klarkomme. Ja, 45, 55, ja, macht ja auch Sinn. Also wenn man auf 30 Minuten Range arbeitet und dann die 15 Minuten Kerzen nimmt und dann auf eine Bestätigung wartet, ist ja auch super.
denke ich. Da kann man letztendlich auch nichts verkehrt machen. Ist ein bisschen konservativer, heißt aber auch wahrscheinlich am Ende dann ein bisschen mehr Zeit aufbringen. Wie gesagt, normalerweise sind die Trades eigentlich nach 20, 30 Minuten durch. Da dauern die nicht so lange, außer Erfahrung, wie wir sie bisher gemacht haben. Jetzt aktuell ist natürlich auch eine extreme langweilige Phase, keine Frage. Ist ein bisschen blöd, aber ich kriege es einfach nicht anders gehandelt. Und je mehr ich hier aufmache, desto mehr schießt er einfach dagegen. Ich mache Trading View mal wieder zu. Wir brauchen eigentlich nicht unbedingt einen Chart. Wir sehen es ja hier, was los ist. Ich kann natürlich auch hier nochmal Sign Out machen, auslocken und mich nochmal neu einloggen. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir hier irgendwo einen Haken haben, der nicht gewesen sein soll, dann ist das vielleicht so. Ich mache das einfach mal. Ob das was bringt, weiß ich natürlich nicht so genau. So. Schauen wir, dann sehen wir schon, was da gleich passiert. Ja, aber er lädt auch jetzt den Streamer sehr langsam, aber dann eben. So. Immerhin, hier haben wir schon mal den Chart wieder. Drei Minuten, zwei Tage, alles wunderbar. Das haben wir schon mal wieder im Petto. Wir sehen 3891, das stimmt jetzt hier mit den Zahlen auch überein. Also, wir sind zumindest mal wieder up to date, was hier jetzt den Chart angelangt. Hier ist Entry gewesen bei 3902. Wir sind also zum schlechtesten Tageszeitpunkt im Prinzip in diesen Trade eingestiegen. Die 20er EMA hält sich eben halt. Idealerweise fühle ich mich auch wohler in einem Trade, der eben halt tatsächlich im Trend ist von der zweiten, nicht 200 Tage, sondern 200 Einheitenlinie und der 20 Einheitenlinie. Jetzt arbeitet er sich wieder Richtung dem Hoch. Hoffen wir, dass es da eben halt hingeht. Das würde bedeuten, Activity, dass wir hier jetzt auch langsamer sicher wieder Richtung Plus laufen und der Trade dann doch vielleicht noch in der Session hier beendet werden kann. Also, das ist die Idee dahinter. Ihr wisst, um was es hier geht. Ich warte durchaus noch ab. Wie gesagt, danach setze ich einen Trade auf. Okay, also immer, aber gehen wir nochmal auf die Frage von Gina ein. Ich war 30 Minuten Range. Anschließend auf Bestätigung 15 Minuten nach oben oder unten. Danach setze ich einen Trade auf. Also 30 Minuten Range, 30er, um dann zu sagen, okay, mit einer 15 Minuten Kerze bestätigt, also wahrscheinlich auf Schlusskurs, um dann den Trade einzugehen. Oder gehst du dann tatsächlich mit der 15 Minuten Kerze, ja, die musst du dann wahrscheinlich da drüber schließen, um dann den Trade in der Richtung einzugehen. Also die Idee ist die gleiche. Die Zeitfenster sind eben halt etwas anders gewählt als bei mir. Die 13 Minuten, die 3 Minuten Zeitfenster, Open Range 15 Minuten und dann langsam mal sicher orientieren, in welche Richtung der Markt gehen könnte oder wo der Markt am Ende vielleicht auch geht. Mal gucken, was der Chart macht, wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Wieder. Also da scheint Tastyworks tatsächlich ein Problem zu haben oder ich weiß nicht, wie das Ding hier richtig bedient wird. So wie man eben halt aus dem Trade, aus dem Chart rausgeht, sich die Position anguckt und den Chart nochmal aufruft, machen die hier ein zweites Fenster auf und lassen das irgendwie nervend dazwischen hängen. Wer das auch hat oder wer weiß, wie ich das abschalten kann, da wäre ich über einen kurzen Tipp echt dankbar, weil es nervt einfach, dass man hier diese Trades nicht dann oder die Charts hier nicht richtig verfolgen kann. Letztendlich ist es fürs Trading nicht so wichtig, denn wir brauchen nur zwei Marken Einstieg und dann nachher den Stoppreis und da brauchen wir gar keinen Chart mehr. Das geht eben halt jetzt über den Preis, wird das gesteuert und nicht über einen Chart mehr. Also da habe ich jetzt, wie gesagt, Zeitwertverfall oder Chart auf meiner Seite.
Aber gerade beim Stream ist es natürlich nervig, wenn jetzt dann der Stream hängt oder wenn ich nicht mehrere Fenster aufmachen kann, dann ist das schon blöd. Das muss ich ja mal ganz klar sagen. Ne? Also gibt es ja kein Vertun. Ich gucke mal ganz kurz auf dem Handy. SPX 3891, 3098. Also da sind wir noch identisch. 10 Punkte Range nach oben. Also ich möchte fast behaupten, wenn wir jetzt auf 3.900 wieder marschieren sollten, dass der Trade dann nahezu schon Richtung Gewinn läuft, beziehungsweise dann würde ich auch langsam an den Zeitstopp denken und sagen, okay, bei 1.10, ich möchte wenigstens 40 Cent haben für den Tag, also 70, bei 70 Cent rausgehen, das könnte ich mir dann durchaus vorstellen. Auf der anderen Seite ist dann bis 55 auch nicht mehr so weit. Also hier muss man einfach mal kurz gucken, wie es passiert oder nicht passiert. 1,20, jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Wir laufen in die richtige Richtung rein, so soll es sein. So stellt man sich das eigentlich ja dann vor. Also auch hier, wir machen hier den Chart wieder ein bisschen größer, dann haben wir was davon. Aktuell zieht er ja hier den Chart zumindest mal wieder mit hoch und dann sieht das eben halt auch ganz okay aus. Also ihr seht, jetzt kommen wir hier langsam auf den Break-Even wieder raus. Muss man natürlich sehen, wie das noch weiter vonstatten geht. Also nochmal, falls einige jetzt mit dabei sind, dieses Money Management ist der Plan, 15 Dollar pro Woche zu verdienen. Ihr seht es, der einzelne Trade wird mehr bringen, aber mit den eingeplanten Verlusten, die jederzeit ja vorkommen können, von 100 Dollar 5 Dollar mehr, 5 Dollar weniger, darauf kommt es jetzt am Ende nicht an, aber im Prinzip brauche ich dann, wenn wir den Trade wie heute nehmen, dann brauche ich zwei Trades, um die Verlust, um einen Verlust-Trade wieder rauszuholen. In der Regel wird es so sein, dass es eben halt mehr, etwas mehr, also nach dem dritten Trade bin ich dann wieder im Gewinn mit der Position oder mit dem Konto, wenn es dann so kommt, und das ist eben halt die Idee dahinter, und daraus resultiert dann am Ende im Prinzip ein Wochenziel von 15 Dollar. Wenn das erreicht ist, wie gesagt, dann haben wir 45 Dollar, wenn wir drei Trades drei Wochen in Folge erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir bei 45 Dollar. Wenn wir vier Wochen abgeschlossen haben, sind wir bei 60 Dollar. Dann hätte man vier Wochen schon mal erfolgreich gehandelt mit Gewinnen und Verlusten in etwa und würde in das nächste Level kommen. Wenn hier eben halt diese 60 Dollar verdient sind oder 59 Dollar, dann würde ich ins nächste Level kommen. Dann wäre ich bereit, wenn es die Margin zulässt, das ist immer ganz wichtig im Moment bei dem Kleinkonto, weil ich dort noch andere Positionen drin habe, wenn es die Margin zulässt, würde ich hier dann die zweite Position mit reinnehmen. Das heißt, dann würde ich mit der gleichen Strategie, mit dem gleichen Trading-Ansatz im Prinzip das Risiko verdoppeln und sagen, okay, ich bin jetzt bereit, hier statt 100 Dollar pro Trade 200 Dollar pro Trade zu setzen. Heißt, wenn ich drei Verlust-Trades in Folge habe, würde ich 600 Dollar riskieren, würde dann im Prinzip schlimmstenfalls in der Woche von eben halt 2560 Dollar, was ja der schlechteste Stand ist, auf 1960 Dollar zurückfallen. Idealerweise aber funktioniert der Trade weiter, man macht weiter Gewinne und arbeitet sich so eben halt in den Gewinn langsam nach oben. Das ist nicht immer, dass ich da, also das ist im Prinzip diese Spanne plus dieser Gewinn. Also der Gesamtgewinn der Trades müsste dann auf 178 Dollar sein. Der Gesamtgewinn aller Trades müsste dann eben halt auf 357 Dollar laufen. Also diese Summen die aufsummiert nachher am Ende des Tages würden im Prinzip das Ergebnis widerspiegeln. So. Also, wir sehen hier Margin-Auslastung. Heute waren es 390 Dollar, was die Margin gebracht hatte. Wenn der Trade denn durchlaufen sollte, wären wir 1:1, hätten wir eine 100% Trefferquote. Ist natürlich alles noch nicht aussagekräftig. Ist gleich Mittelwert. So, auch das kann man wieder machen und dann haben wir hier den Gewinn pro Trade und dann kann man nachher realistische Zahlen eintragen, wenn wir hier, ich sag mal, irgendwie 100 Trades oder 50 Trades haben. Also wir werden uns hier von Trade zu Trade an diese Zahl weiter ranarbeiten. Also, was macht unser Trade? 1,20, 1,30, immer noch 3.891.
Also wir kommen auch nicht wirklich aus dem Sulki raus. Zeitwertverfall arbeitet auch nicht wirklich für uns. Muss man einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. So aber baue ich im Prinzip mein dynamisches Money Management auf mit dem Ziel, das kleine Konto groß zu traden. Dass man wirklich sagt, okay, ich setze auf eine Gewinnerfolge meiner Trades und so wie ich eine gewisse Sicherheit habe und diese sehe, dass der Trade in dem Markt funktioniert und die Idee hinter dem Trade funktioniert, erhöhe ich stückweise das Risiko immer initial um den Trade, wie ich ihn hier hatte. Das Ganze werde ich neu aufsetzen, wenn wir wahrscheinlich das Konto verdoppelt haben, wenn wir von 2.500 Dollar bei 5.000 Dollar sind, dass ich dann sage, okay, jetzt fange ich an, das nochmal neu aufzusetzen, wieder mit einem 100er Risiko, also das heißt, das Initialrisiko rauszunehmen, weil ich dann ja hier, ich sage mal hier auf diesem Niveau nicht unbedingt 2.700 Dollar wieder riskieren möchte in der Woche, sondern sagen möchte, okay, ich möchte jetzt erstmal einen Break machen und eben halt auf erhöhten Level neu starten, um das Risiko dann sukzessive rauszunehmen. Aktuell, je kleiner das Konto, kann man sagen, auf der einen Seite, je kleiner das Risiko, um es hochzutraden, aber dann kommt man zu nichts und 2.500 Dollar ist ja keine große Sparsumme oder wo man sich jetzt ein Leben lang verstrecken muss, sondern das hat man mit einem Nebenjob in 4-5 Monaten erarbeitet und dann kann man damit lostraden und wichtig ist dann eben halt, dass man das Geld hat, aber dann kann man eben halt, auch wenn man das gemacht hat, hier deutlich aggressiver reingehen, weil es einfach ein Geld ist, was man zur Verfügung hat, was nice to have ist, wo man versucht eben halt dann mehr Geld rauszumachen und da geht es eben halt dann darum, das Ganze systematisch aufzubauen. Also ihr seht, der SPX macht uns heute einfach keinen Gefallen, der macht einfach nicht das, was er machen soll, nämlich einfach mal steigen. Jetzt war die 3-Minuten-Kerze wieder auf den 20er-Durchschnitt, aber wir sehen schon hier, der 20er-Durchschnitt, wenn er denn erstmal in Bearbeitung ist, dann ist er auch relativ zuverlässig. Wir sehen das hier am Freitag die ganze Zeit um diesen 20er-Durchschnitt gependelt, um dann am Ende jetzt mit Gap heute zu öffnen, um einfach nur diese Seitwärtsbewegung vom Freitag eine Stufe höher direkt wieder aufzunehmen. Also wir sehen das hier auch, Freitag war im Prinzip ein ähnlicher Verlauf, Gap nach oben, einmal die Tagestief angetestet, dann allerdings nochmal einen Tick höher, also über die Tagestief gerutscht und dann aber dort eine Seitwärtsrange ausgebildet. Heute sieht es so aus, dass wir eben halt tatsächlich innerhalb dieser Tages- oder innerhalb dieser Öffnungskerze bleiben und hier wirklich eine gesamte Range ausbilden. Allerdings muss ich ja sagen, bei TradingView sieht der Chart anders aus. Wer weiß das, warum das anders aussieht? Ich kann mir das nicht erklären. Wenn von euch einer da eine Idee hat, wäre das auch ganz nice, weil das können wir dann hier immer in dieser Live-Session, weil wir ja auch viel Luft und Zeit dazwischen haben, gerne besprechen und analysieren, woran liegt das, dass wir uns hier alle auch mal auf den gleichen cleveren Nenner bringen und sagen, okay, das ist, weil wir eben halt hier in dem Bereich, keine Ahnung, weil die Futures nehmen, weil ich vielleicht keine Live-Daten habe, weil das einfach verzögert ist oder. Warum hat Tastyworks hier nicht 3.884? Vielleicht nimmt TradingView aber auch irgendein Bankindikator und nicht den Original-SPX. Ich weiß es nicht, wobei die aber auch den Anschluss an die Broker haben. Von daher müssten die eigentlich schon auch die börsennotierten Kurse anbieten. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Vielleicht seht ihr bei euch etwas, wie das dort funktioniert. Ich kann das hier nicht so richtig nachvollziehen. Im Moment jedenfalls nicht. Man kann das in Ruhe analysieren, wenn der Trade durch ist, wenn wir Zeit haben, das Ganze dann zu machen. Ich bin eigentlich so ein bisschen dann ab 17 Uhr im Zeitdruck, möchte hier noch ein bisschen was vorbereiten, möchte noch schön meinen Garten mähen, den Vorgarten und so weiter und so fort. Also von daher wäre da durchaus noch ein bisschen Potenzial. 1,20. Also ihr seht, es passiert nicht wirklich viel. Es passiert einfach nicht wirklich viel. Aber ich sehe, ihr haltet gespannt mit mir durch. Also Trading kann auch richtig langweilig sein und auch Daytrading, aber es macht ja nichts. Es geht ja darum, wie gesagt, hier die Strategie zu testen, aufzubauen, auszubauen, ständig zu verbessern. Ich denke, wir werden im PMC-Club auf jeden Fall drüber unterhalten und das weiter ausbauen. Da werden wir mal sehen, was da eben halt so. Ich sehe gerade, ich gucke gerade mal im Pullman's Club ein. Ja, Pattern Daytrading haben wir angesprochen.
Day Trading Rule, ja. Breakout wird spannend heute, Simon. Jawohl, ich sitze im Bull, Gewitter voraus mit guten Rein heute. 10er Delta. Bullput. Okay, ja, also auch da läuft es. Also, wir sehen hier immer noch 1,30. Also, es bleibt relativ spannend. Die 3890 sind wie festgenagelt. Zeitwertverfall arbeitet sich natürlich für uns jetzt hier so langsam, aber sicher ran. Keine Frage. Als wir bei 3800, können wir im Chart ja nochmal gucken. Also, als wir hier unten oder auch auf diesem Niveau waren, da waren wir auch schon bei 1,40, 1,50. Also, der Zeitwertverfall greift durchaus schon mal langsam, aber sicher rein. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist unser Strike. Was man hier so in der Zeit alles findet, ne? Das ist doch super. 3875. 3870, zack. So, also hier haben wir unseren Strike. Wunderbar, 3890. Also ihr seht, leicht steigende 20er EMA, wunderbar. Leicht steigen ist auch immer gut, aber es ändert natürlich bei uns hier nichts. 1,30 ist irgendwie wie festgenagelt, aber wir verfolgen das Ganze noch ein bisschen weiter. Ich glaube, wir kommen da schon noch rein. Naked HD findet immer wieder einen Weg hier rein. So, blockiert und entfernen. So, die haben wir auch wieder raus. Denke ich mal. Da sollte auch erstmal nichts passieren. Müssen wir mal gucken, wie kriegen wir die raus? Also, ich meine, wenn wir uns hier unterhalten, sind wir relativ ruhig dabei. Von daher macht es vielleicht Sinn, dass ich hier irgendwie sage, nur alle 30 Sekunden mal kommentieren oder wie auch immer. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so schlimm. Ich sehe ja, was hier los ist und schmeiße dann die Leute halt raus. Ist dann einfach auch in Ordnung. Tut uns ja auch nicht weh. So, 3,88. Also, was macht der Chart? Wir sehen, wir gehen wieder unter die 20er. Das ist eigentlich nicht unser Favorite-Richtung. Jetzt dann auch ein bisschen mit Schmackes, aber wie gesagt, vielleicht nochmal das Tagestief testen, hoffentlich nicht weiter runter, weil dann irgendwann wird der Trade natürlich auch ein bisschen deutlicher ins Minus laufen und das soll natürlich idealerweise nicht sein. Die Position hier. So, also wir sehen, obwohl wir jetzt hier Richtung Tagestiefstände laufen, zumindest hier bei Tastyworks, sehen wir das hier.
kommen wir nicht mehr ganz so stark unter Druck, wie wir es am Anfang gekommen sind, wo wir bei 1,60, 1,70 schon waren. Das bleibt jetzt aktuell erspart. Aber eins ist natürlich auch klar, die Seitwärtsbewegung verlagert sich jetzt leicht abwärtsrichtend. Also hoffen wir mal, dass wir den 20er relativ schnell wieder einholen, weil sonst kann es natürlich auch einen relativ schnellen Rutsch mal nach unten geben. Und dann ist der Trade natürlich am Ende doch eine Totgeburt leider. Bei aller Dauer, die man hier hat. Aber wir gehen auch jetzt gleich Richtung 17 Uhr, wo ich sage, okay, dann ist eigentlich auch Time-Stop. Auf der anderen Seite sehen wir auch hier die Farben. Ne? Also wir haben viel Grün, viel Rot, also insgesamt sehr ausgeglichenes Verhältnis. 1, 2, 3, 4. Also wir sind jetzt in der 27. Kerze und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rot, 13 grün entsprechend. Und jetzt die 27. Kerze wird entscheiden, ob wir grüner oder roter sind. Also es ist einfach ein komplett ausgeglichenes Bild heute, der Handel. Und wollen wir hoffen, dass wir in der Range dann bleiben, solange der Trade noch offen ist. Nachher ist mir das egal, was passiert, aber jetzt wäre es eben halt ganz cool, wenn wir in der Range bleiben oder eben halt tatsächlich einen kleinen Peak nach oben bekommen, um aus diesem Trade auch rauszukommen. Ne? Aber noch ist das alles nicht so weit. Gucken wir mal, wenn wir das ausblenden. Also Trade läuft, gibt gar nicht so sehr viel zu berichten. Der rote Pfeil, ich sehe ab und zu kommen ja mal nochmal wieder welche dazu. Vielleicht seid ihr neu dabei, vielleicht aber auch nur wieder dabei. Also der Trade ist noch immer aktiv, deutlich länger als geplant idealerweise. Aber was soll's, hier ist unser Strike-Preis bei 3.875. Solange wir drüber sind, arbeitet der Zeitwertverfall für uns. Hier oben ist aber auch unser Entry und das wiederum heißt, dieser Entry, jetzt wo wir das hier so schön haben und auch dick machen können, dann wissen wir Bescheid, wie das funktioniert. So, hier haben wir unser Entry bei 3902. Also mit diesem Pfeil haben wir halt den Einstieg verzapft, wenn man so will. Das ist unser Einstieg hier. So. So, da sind wir eingestiegen an der Kerze, sind seitdem eben halt seitwärts am Laufen. Hier ist der Strike. Es ist ein Put-Credit-Spread, den wir eröffnet haben. Ziel sind hier von $1.10 auf $55, also 50% vom Gewinnmitnahme zu erleben oder eben halt 100% maximal Verlust, also bei $2.20 gehen wir wieder raus. Trade steht aktuell bei 1,50. Wir sehen eben halt, dass wir hier tatsächlich ein bisschen am Schwimmen sind mit diesem Trade. Wir kommen nicht wirklich aus dem negativen Terrain raus. Insgesamt war der Trade bis dato ja noch gar nicht im Gewinn. Wir haben hier gleich einmal diesen starken Abverkauf gehabt, waren hier bis auf 1,70, 1,80 runter, waren also kurz vor Liquidierung des Trades, sind jetzt auch auf diesem Niveau, aber insgesamt eben halt mit 1,50 etwas besser, weil der Zeitwertverfall jetzt natürlich für uns arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen idealerweise jetzt dennoch eine Bewegung nach oben oder eben halt, wir müssen im Zeitwert einfach immer weiter voranstreiten, um zu gucken, was da weitergeht. So, 3000. Ja. Also die Kerzen gehen voran. Ihr seht, wir sind immer noch, also es ist wirklich eine 2-3-Punkte-Range hier. Ne? Also es ist wirklich 3.900 und 3.902, das sind 13 Punkte insgesamt, also ist eigentlich eine Range, die eigentlich irgendwie im Niemandsland notiert aktuell. Dieser Chart hier hinten könnt ihr vergessen, da hat sich Tastyworks aufgehangen. Wir sind hier in diesem Chart unterwegs, der hier, wie gesagt, funktioniert nicht, warum auch immer. War vorhin schon das Problem, ist auch immer noch das Problem. Und jetzt warten wir einfach ab, dass der Trade
in den Gewinn läuft. $1 muss er verlieren oder $50 steigen, dann bin ich raus, dann hat sich das für mich erledigt. So aktuell wäre es ärgerlich, weil wir eben halt ja jetzt auch schon die Zeit über relativ seitwärts laufen. Also spricht ja auch nichts dagegen, jetzt nochmal hier 10 Punkte oben drauf zu packen. Auf der anderen Seite hat er eben halt diese 3.900 dreimal getestet, ist nicht drüber gestoßen, scheint hier dann tatsächlich auch Order zu liegen, um den Kurs unter $3.900 zu halten. Aber idealerweise hält er ihn aber auch über $3.883, also hier drüber, und zwar am 20er EMA. Und ich habe es eben schon gesagt, es ist eigentlich eine Parallele zu dem, was wir am Freitag gesehen haben, dass wir eben halt nach dem Gap uns ein bisschen eingependelt haben, um dann komplett seitwärts zu laufen. Und heute ist es einfach so, dass wir diese Öffnungsrange, also wirklich die ersten 3 Minuten Öffnung, komplett seitwärts uns bewegen und nichts reingeht. Hier, wie gesagt, dieser Mini-Break hier oben, nach oben raus, bin ich eingestiegen, unterm Strich natürlich zu früh, keine Frage, weil es war noch nicht wirklich bestätigt. Der Hochpunkt hier war bei 3.901 paar zerquetschte, bei 3.902 paar zerquetschte bin ich eingestiegen. Hätte man sich am Ende tatsächlich sparen können auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre man jetzt gar nicht in den Trade gewesen und hätte gar nichts gemacht. Ich hätte jetzt tatsächlich Timestop gemacht und hätte gesagt, okay, heute kein Fill bekommt, der Trade wäre Geschichte. Das wäre, wenn es eben halt zu keiner Ausführung gekommen wäre, der Fall gewesen. Jetzt ist es aber zu einer Ausführung gekommen und jetzt müssen wir diesen Trade eben halt auch entsprechend managen. Wir sehen, es kommt aber nicht in die Gewinnzone rein, sodass ich sage, okay, in der Gewinnzone macht es vielleicht Sinn, jetzt auch einfach mal einen Trade dann abzubrechen. Wir sehen aber auch, die Spreads arbeiten sich langsam ran. Also wir haben jetzt hier teilweise 30 Cent Spreads, nicht mehr wie vorhin 60, 70 Cent, sondern wir haben jetzt hier nur noch 20 Cent Spread. Also der Spread wird enger. Das heißt, der Zeitwert geht dann auch weiter raus. Wir rutschen eigentlich, solange wir auf diesem Niveau hier bleiben, bei 3.890, rutschen wir jetzt langsam aber sicher nach unten. Aber es ist eben halt langsam aber sicher und nicht schnell und dynamisch, was eigentlich die Idee hinter diesem Trade wäre, weil, wie gesagt, ansonsten kann man mit normalen Bullput-Spread oder mit normalen Bullput-Short hier, mit einem normalen Bullput, mit einer normalen Short-Put-Option, so, jetzt habe ich es, mit einer normalen Short-Put-Option diesen Trade einfach laufen lassen, ein bisschen weiter rausgehen im Delta. Wir hatten jetzt ein 25er Delta bei Entry gewählt. Dann kann man eben halt sagen, okay, dann gehe ich eben halt auf ein 10er Delta, 5er Delta, was weiß ich was, kriege hier hinten die Prämie und lasse den Trade ganz gemütlich auslaufen. Dann eins ist ja ganz klar, wenn wir hier auf 3.830 oder sowas zurückgegangen wären, wäre der Trade natürlich insgesamt auch deutlich entspannter, was den Verfall zum Handelsende hin anbelangt. Aber wie gesagt, das ist nicht die Idee dieses Trades. Dieser Trade lebt eigentlich davon, dass er eine Bewegung antizipiert, einen Ausbruch antizipiert und erwartet und diesen Ausbruch dann auch wirklich in bare Münze umwandelt. Aber wir sehen, der Ausbruch war nichts. Das waren schon 2 Ausbrüche, die fehlgeschlagen sind. Der Ausbruch ist auch fehlgeschlagen. Den dritten habe ich aber genommen und von daher heißt es abwarten. Aber wir gehen jetzt wieder Richtung 3.890. Vielleicht greifen wir jetzt tatsächlich zum zweiten Mal die 3.900 an und dann, um dann auch diesen Trade wirklich irgendwann final beenden zu können. So, 3.890 haben wir wieder. Super. Nun halte dich da auch mal dran. Wir sind wieder über dem 20er EMA. Auch das ist super. Insgesamt läuft jetzt der 200er und der 20er ganz langsam sicher ein bisschen zusammen. Also von daher eigentlich eine gute Zeit, finde ich, jetzt kurz vor 17 Uhr zu sagen, den Trade können wir jetzt gleich beenden. Wir sehen 1,20, also ihr seht es jetzt, greifen dann sofort in die Gewinnschatulle rein, versuchen den Trade oder kriegen den Trade dann auch relativ schnell und aggressiv in die Gewinnzone rein. Aber. Am Ende des Tages entscheidet hier der Kurs und natürlich der Zeitwertverfall, wie schnell wir diesen Trade beenden können. Nichtsdestotrotz, ich kann es ja einmal eingeben, wir haben jetzt 16.57 Uhr. Das wäre im Prinzip Zeitout, 16.57 Uhr, wenn es dann gleich stattfindet. Dann wären wir eine Stunde in diesem Trade, sind wir jetzt eine Stunde, eine Minute in diesem Trade drin. Von daher
ist eigentlich ja noch alles gut, ne? Also wenn ich in der Stunde $55 dann verdient habe mit der kleinstmöglichen Einheit, ja, gibt bessere Möglichkeiten, gibt schlechtere Möglichkeiten, aber letztendlich ist das gar nicht mal so schlecht, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, noch sind wir nicht dabei, noch haben wir den Trade nicht verdient, noch läuft er erstmal auf ein Break-Even zu. Aber das macht er jetzt dafür dann auch mit Druck. So, ihr seht das hier, SPX, $10 im Plus, jetzt mal wieder ein Minus. Also man arbeitet sich langsam, aber sicher in diesem Bereich ran. Delta Airlines macht natürlich heute richtig Freude, das muss ich natürlich auch sagen. 100 Aktien davon habe ich in dem Depot, ist also alles gut. Also so soll das sein eigentlich. SPX könnte 3.891, also wir sehen das hier mit Preis jetzt bei 1,1555 wären wir raus. Also wir kommen langsam aber sicher in die Region rein, in die Bereiche rein, wo das Ganze Spaß macht. Aber eben halt auch nur sehr, sehr langsam. So. Aber immerhin 26 Leute, also in der Spitze haben wir irgendwie mal 24 Zuschauer gleichzeitig. Nee, 26 gleichzeitig, jetzt sind noch 24 da nach meinen Aufzeichnungen. Respekt erstmal an euch, dass ihr so fleißig dabei bleibt und euch das hier mit mir reinzieht. Also wie gesagt, wir werden das jetzt öfters machen, werden immer mal wieder versuchen, so einen Trade dann hoffentlich auch mal schneller zu beenden und durchzuziehen. Man kann das immer nicht auf die Minute timen, ganz klar. Und wenn es mal eine Stunde dauert, dann dauert es eben halt auch mal eine Stunde. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch kein Thema, weil, wie gesagt, wenn wir nachher die Optionsposition erhöhen, dann sieht das natürlich auch alles vom Preis her ein bisschen anders. Wie gesagt, wer es mit 2 Optionen heute gehandelt hat, der hätte immerhin schon mal $110. Wer es mit 4 Optionen handelt oder 5 Optionen handelt, der wäre dann schon mal im Bereich $250. Und das wiederum dann für eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nachdem, wann wir jetzt hier gleich aus diesem Trade raus sind, ist das ja auch nice. Und das ist ja dann, ich sag mal, auch das Ziel, da hinzukommen, dass man irgendwann hier eben halt mit Options handelt, die eben halt im Bereich am Tag 150 bis 250, $300 einbringen können und einbringen sollen und dann auch einbringen werden. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, das können wir uns ja auch angucken, wir haben jetzt eine Margin-Auslastung gehabt von $390, die er uns hier berechnet hat als Margin. Wie komme ich auf diese $318? $500 Spread, also $5 Spread haben wir gehabt, $500 maximal Verlust, $110 können wir maximal gewinnen, wenn wir ohne Exit arbeiten würden. Das heißt, $390 Margin brauchen wir für diesen Trade. Wenn wir da 5 Optionen von haben, ganz klar, dann haben wir das 5-fache, dann sind wir ungefähr nicht ganz bei $2.000 Margin-Auslastung, die wir hinterlegen müssen für diesen Trade, was auch maximal Verlustrisiko ist. Mehr können wir mit diesem Trade so in dieser Form dann auch nicht verlieren. Ziel ist es aber, wie gesagt, maximal das Doppelte von Entry zu verlieren. Das heißt, wenn wir $1.10, also $110 pro Option, das heißt maximales Risiko wären $500, nicht $2.000, sondern $550, dann würden wir aus diesem Trade aussteigen. $250, habe ich gesagt, oder $250 ungefähr könnten wir verdienen. Auch hier wäre es wieder so, dass wir ungefähr 2 Trades brauchen, um einen Verlusttrade aufzuholen. Und idealerweise haben wir eben halt deutlich mehr als ein Verhältnis von 3:1, sondern eben halt deutlich besser. Und wenn wir das eben halt deutlich besser hinkriegen, dann verdienen wir hier mit der Strategie eben halt auch Geld. Das ist die Idee dabei und eigentlich hört sich das nicht nur einfach an, sondern eigentlich ist das auch einfach, aber heute ist es eben halt schwierig in dem Fall, weil wir hier nicht so richtig aus dem Sulki kommen, immer noch nicht. So, aber wir können den Text nochmal schreiben, irgendwo war hier doch ein Text.
So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann sehen wir doch schon mal, wo wir eine Entry haben. Und wir sehen, dass wir hier jetzt heute wieder unter die 3890 gefallen sind. Aber wir bleiben eben halt im knappen Minusbereich. So, ne? Das ist und bleibt einfach ein bisschen nervig. Aber. Auch das sehen wir sind vom Strike noch weit genug entfernt. Also es ist nichts da, weswegen man jetzt hier hektisch den Trade schließen muss, dass man sagen sollte, okay, ist halt so. Eins ist ganz klar, wenn man unter Zeitdruck das macht oder sagt, man hat wirklich nur eine gewisse Zeit und möchte dann weg, dann muss man den Trade natürlich beenden. Also dass man nicht jetzt sagt, ich beobachte den nicht mehr, wird schon gut gehen, ich lasse den jetzt laufen oder wie auch immer, das wäre natürlich das Allerverkehrteste, sondern Ziel ist es eben halt bei dieser Art des Daytradings wirklich dann diese Trades auch zu beenden und zu schließen und nicht unbeaufsichtigt am Rechner zu lassen, sondern sich dann eben halt eher einen Zeitstopp setzen und sagen, okay, ich arbeite mit Zeitstopp, ich nehme mir das vor, innerhalb dieser anderthalb Stunden oder zwei Stunden maximal am Rechner zu sitzen und dann eben halt irgendwann aus diesem Trade auch auszusteigen. Aber wie gesagt, wir haben eine heutige Handelsspanne jetzt hier von 3.900 und in der Spitze 3.902 und nach unten hin 3.838. Also eine 20-Punkte-Range, die wir hier haben. Das heißt, nach unten raus haben wir jetzt aber auch noch 10, 13 Punkte Luft, um überhaupt auf den Strike zu laufen. Das heißt, es ist im Moment ein Wettrennen, Zeitwertverfall oder eben halt Rallye-Abverkauf, Rallye nach oben. Ja, ist ein Gamble aktuell, weil, wie gesagt, der Ausbruch hier nicht funktioniert hat. Wenn wir hier weiter gelaufen wären, hätte, wäre Fahrradkette, dann wäre der Trade in die Idee-Richtung gelaufen und wir wären hier, wie gesagt, innerhalb der nächsten paar Minuten draußen gewesen. Aber selbst der dritte Ausbruch hat nicht gereicht. Logische Konsequenz ist, wir testen die Tiefs hier, aber auch die haben wir jetzt hier zweimal getestet. Jetzt, wenn man jetzt Charttechnik hier bemühen wollen würde, könnte man natürlich jetzt hier ein fallendes Dreieck einzeichnen und hier ein Dreieck einzeichnen, gucken, wo bricht der dann hier aus, um sich hier ein bisschen besseres Bild zu machen. Aber so im Detail brauchen wir nicht eingehen, denn wir haben klare Marken. 3.875 ist der Strike. Wir haben hier die 20er EMA-Linie, die wir momentan immer leicht drüber, leicht runter testen. Wir sehen das hier am Freitag, da war das nicht anders, genau so. Immer kleinere Kerzen, immer weiterer Abverkauf oder immer weiteres abfallendes Handelsvolumen, immer geringere Spanne bis zur letzten Handelsstunde, um dann nochmal ein bisschen nach oben zu ziehen. Aber im Prinzip ist das eine Identifikation oder eine Fortsetzung des Freitagshandels, sagen wir es mal so. Es ist eine Fortsetzung des Freitagshandels. Wir sind jetzt wieder hier über 90, gucken uns an, was hat der Zeitwertverfall gebracht für uns. Im Moment noch nichts. Wir sind jetzt hier bei 1,20 im Mitpreis. Und das wiederum heißt, wir sind noch mit 10 Cent im Minus. So, das sehen wir hier. Aktuell der Trade 15, 20 Dollar minus. Auch das ist nicht tragisch, war schon deutlich schlimmer, aber es kommt auch nicht wirklich was bei raus. So, irgendwann fällt einem dann auch nicht mehr viel ein. Habt ihr noch Fragen? Wie gefällt euch das bis dato? Kurzes Feedback von euch. Wie habt ihr, kommt ihr damit klar? Findet ihr das spannend, das Thema, auch wenn das sich jetzt hier heute in dieser Live-Session, in diesem Livestream sehr weit in die Länge zieht? Ganz klar, das ist nicht die Idee dahinter. Ich werde vielleicht aber auch dann zukünftig, wenn wir diese Live-Session machen, im Pullman's Club aufzeichnen und dann auf YouTube eine gekürzte Version reinstellen, dass es dann eben halt nur als Video rein ist, dass ihr zumindest die Streams seht. Muss ich sehen, wie weit ich das mit dem Datenschutz hinbekomme, dass ich dann im Prinzip die anderen Teilnehmer ausblende, beziehungsweise dass wir wirklich dann nur den Stream haben, keinen im Bild haben, wenn da jemand redet oder wie auch immer. Das muss ich mir eben halt über Zoom dann mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann kann ich mir auch solche Videos zukünftig vorstellen, dass wir dann hier die Trades zumindest kurz reinstellen. Auf der anderen Seite kann ich auf Instagram auch abgeschlossene Trades einfach reinstellen. Ist natürlich auch kein Problem. Von daher alles wunderbar und perfekto. Also, wie gesagt, eine Stunde, 52 Minuten sind wir jetzt hier schon am Machen. Das ist schon echt, echt lange. Das zieht sich im Nachgang keiner mehr rein. Aber 21 Zuschauer aktuell hier irgendwie dabei. Wenn ich das hier denn richtig sehe, dann ist das natürlich schon auch eine reife Leistung, dass ihr so lange mit durchhaltet. Das finde ich schon echt eine ganz coole Nummer.
Ja, drei Tage, also es tut sich einfach nichts. Es tut sich einfach mal nichts. Und dementsprechend tut sich auch in der Aktivität nichts. Wir sind im Mitpreis bei 1,30, wollen auf 55 oder 2,10 Dollar, um den Trade dann eben halt mit Verlust zu begrenzen und zu beenden. Jetzt geht es mal wieder in die falsche Richtung, aber ihr wisst oder seht es ja selber, der Chart ist einfach gefangen. Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, denn wenn wir unten durchlaufen, dann wird es eben halt heiß. Wie schaffst du das? Machst du Teilzeit? Nein, ich mache keine Teilzeit. Also ich konzentriere mich jetzt aktuell voll auf die Vermögensberatung und auf das Traden und habe damit eben halt die Zeit, euch das hier auch dann zu zeigen. Also wenn ich die Zeit nicht habe, dann machen wir einfach keinen Stream, dann komme ich da nicht zu, dann handle ich einfach nicht. Also ich darf ja eh bei Tastyworks nur drei Trades die Woche machen. Vielleicht machen wir dann zwischendurch mal einen Trade bei Interactive Brokers, das kann natürlich auch sein, aber grundsätzlich kann ich hier eben halt auf dem SPX nur drei Daytrades in der Woche machen, weil ich die Begrenzung habe, in den USA bzw. Tastyworks das auch einhält, dass man hier tatsächlich nur maximale drei Daytrades in 5 Handelstagen abwickeln darf. So, das habe ich einfach, die Eingrenzung habe ich. Und von daher ist es für mich kein Problem, euch das hier dann auch in aller Ruhe zu zeigen. Und ich hoffe, dass wir damit auch einen gewissen Mehrwert für euch dann reinkriegen, dass ihr einfach mal seht, wie so ein Trade läuft, wenn ihr den selber noch nicht aufsetzen wollt oder noch nicht könnt oder noch unsicher seid. Oder ich weiß ja, dass auch ganz viele Kollegen jetzt anfangen wollen, den DTE in Seminaren zu verkaufen und so weiter und so fort. Ist ja alles wunderbar. Dann habt ihr hier schon mal eine Grundlage und könnt sagen, okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Auf der anderen Seite werde ich das natürlich auch in meinen folgenden Seminaren neben der Wheel-Strategie und Pullman's Covered Call und den Depot-Hedge auch mit einbauen, weil ich glaube, dass wir hier tatsächlich auch im Bärenmarkt eine vernünftige Möglichkeit haben, regelmäßiges, gutes Einkommen zu generieren. Vernünftiges Money Management drauf, nicht so wie ich das jetzt hier mit dieser 4% Verlustgrenze habe pro Trade. Das ist ein bisschen hoch noch, ein bisschen zu aggressiv, aber das bin nun mal ich, der eben halt sehr gerne eben halt im aggressiven Bereich trade. So, aber nein, wie gesagt, nicht Teilzeit. Mein Fokus ist jetzt aufs Traden, auf den Pullman's Club gerichtet, auf die Vermögensberatung. Und das macht mir Spaß. Da habe ich mein Hobby und meine Passion zum Beruf gemacht. Und ja, und hoffe für euch und aber auch letztendlich für mich einen Mehrwert zu erzielen, der einfach dann Spaß macht. Ne? So, das ist dazu. Also die Wheels heute laufen super. Also ich weiß, dass ja auch einige jetzt aus dem Pullman's Club mit Sicherheit die ganze Zeit hier das durchhalten mit mir zusammen. Die Wheels laufen wirklich super heute. Da habe ich endlich mal wieder mehr als nur Spaß dran. Das sieht wirklich sehr gut aus. Und vor allen Dingen ist es dann auch jetzt so, dass ich hier mit der zweiten Strategie, die wir besprochen haben im Pullman's Club, auch wieder. Vielleicht noch nicht ganz, aber wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt wirklich eine Aufwärtsbewegung bekommen diese Woche, wenn wir von den Quartalszahlen eher überrascht werden, positiv als negativ, dann sieht das ganz gut aus, dass ich hier in dem Bereich auch was machen kann. Denn wir handeln dort ja auch noch eine zweite Strategie für die Zero DTEs. Und die ist deutlich lukrativer auf der Gewinnseite, aber auch deutlich weniger lukrativ auf der Verlustseite. Also von daher, da fehlen uns auch ein bisschen noch die ausgewerteten Trades. Hier bei den Trades, was wir hier machen, diese Breakout-Strategie, da haben wir schon 217 Trades zur Auswertung gehabt durch einen YouTuber, der es eben halt auch im amerikanischen Raum öffentlich tradet. Und diese Trades konnten wir zum Benchmark nehmen. Aber wie gesagt, ob wir tatsächlich die Trades dann so auch 1:1 umgesetzt bekommen, weil eins ist ja auch klar, es ist ja sehr diskretionär. Wenn jetzt jemand hier unten erst eingestiegen ist, steigt er, weil er sagt, nee, ich warte hier das tatsächlich ab und nehme die Gegenbewegung erst hier auf. Oder wenn einer den Trade komplett ausgelassen hat. Es gibt ja selbst bei jedem Regelwerk kann man das ja auch immer noch wieder am Ende ausdehnen, wie man will. Viele sagen, nee, ich möchte hier erst eine
Bestätigung haben, wenn der Ausbruch ist und nimm nicht hier so einen Mini-Docht. Also das ist, wie gesagt, die Überlegung, die ich jetzt aus meinem ersten Trade rausnehme und sage, okay, vielleicht warte ich dann doch ab, dass der Kurs wenigstens über das Hoch schließt, also auch wenn ich die Bestätigung nicht abwarte, aber im 3-Minuten-Chart möchte ich dann wenigstens einen Schlusskurs über den letzten Hoch haben, um dann einzusteigen, scheint mir im Moment ein bisschen sinnvoller, als die kleinsten doch zu nehmen und dann dort reinzugehen. War nicht unbedingt panisch, ich habe es ja 2-mal schon nicht gemacht, aber ich habe es eben halt hier beim 3. Mal dann gemacht und unterm Strich hätte man sich das natürlich hier irgendwo sparen können. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht macht, gut, dann kann man sich Alarme jetzt reinlegen, hier drunter und hier drüber. Und wenn dann eben halt, wenn man da ranläuft, geht man wieder vorm Rechner. Und ansonsten macht man eben halt sich ein schönes Leben, liegt sich am Pool oder sonst was. Das kann man natürlich auch alles machen. Aber das ist nicht, wie gesagt, meine Idee. Mein Time-Management sagt mir, okay, 15:30 bis 17 Uhr, Überstunden inklusive, wie wir jetzt heute sehen, und dann feuerfrei rein und raus und schnelle Trades machen. Entweder schnelle Gewinne, schnelle Verluste, auf jeden Fall wieder frei von den Gedanken sein, sich nicht mit dem Markt beschäftigen müssen, einfach zu sagen, okay, ich warte ab, wie ist hier die Bewegung, was geht hier am Börsenstart los, dann entscheide ich mich in eine Richtung, nimm den Trade mit. Eventuell, wenn ich noch einen Trade Luft habe, mache ich einen zweiten Breakout noch an dem Tag oder in der Situation. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier besser eingestiegen wären und es wäre dann im Gewinn geschlossen worden und dann kommt dieser Abverkauf und es gibt hier einen zweiten Breakout, dann kann man den auch noch handeln beispielsweise. Die Idee gibt es ja jederzeit, aber muss man halt sehen. So, er ist jetzt eingestiegen, mal schauen. Ja, Robert, dann toi, 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 gleiche Richtung. Welchen Strike hast du? Lass uns das ruhig besprechen, wo wir da stehen, weil wir haben die Zeit, wir können das einfach analysieren und uns das angucken. So, und wenn man jetzt natürlich dann einsteigt, muss man natürlich auch sagen, ich möchte einen Trade duplizierbar machen. Ich möchte einen Trade, den ich jetzt mache, immer wieder machen können. Warum im Prinzip dann erst jetzt? Das wäre eben halt auch interessant. Was ist Ausschlag gewesen, den Trade jetzt zu eröffnen und in dieser Richtung jetzt zu eröffnen? Also, weil wenn man aus dem Bauch heraus handelt, und sagt, ich mache das jetzt einfach mal mit, dann ist das eben halt schön, wenn es gut geht und nicht so schön, wenn es nicht gut geht, aber es ist nicht duplizierbar. Man kriegt dann morgen nicht den gleichen Einstieg wieder hin, weil man einfach dann das Regelwerk nicht hat. Also von daher vielleicht einmal kurz sagen, wie deine Strikes sind, welchen Trade du gemacht hast und warum jetzt. Das wäre vielleicht ganz cool, bevor wir hier mal gucken, was der Trade macht. 1,50, 1,30 aktuell. Also ich habe noch Zeit, bei mir passiert noch nichts. Na Robert, komm, deine Strikes, okay, alles klar. Ja, dann hast du natürlich aber wahrscheinlich eine schönere Prämie bekommen, ne? wenn man ja, du wirst dann wahrscheinlich jetzt irgendwie 1,30, 1,40 oder sowas als Prämie gekriegt haben, wo wir jetzt hier aktuell stehen. Breakout ist nicht mein Ding. Ja, okay. Aber was ja grundsätzlich, wie gesagt, ich bin ja in dem gleichen Trade drin, also von daher schwitzen wir das vielleicht gemeinsam durch oder nicht. Aber sage mal, ist ja hartnäckig. Nutzer auf. So, Nutzer ausblenden. So, den dürftet ihr jetzt nicht mehr sehen. Na gut. So, die Frage ist ja, wie gesagt, wenn man jetzt einsteigt, was ich schon gesagt habe, was ist die Idee dahinter? Weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass wir eben halt über diesen Level sind. Wenn, dann hätte ich versucht, vielleicht sogar den Strike, kein Bauch, war vorher klar, dass ich, wenn deiner läuft, bin ich nicht dabei, komm zurück, aber Gap nicht angetastet. Ah, okay, alles klar. Okay, das ist ja auch okay, wenn man dann sagt, okay, ich warte den Rücklauf an und wenn dann es kein Breakdown gibt und der Gap nicht angelaufen wird, dann gehe ich nach oben weg. Ist ja durchaus eine Idee. Frage oder Idee wäre natürlich dann gewesen, tatsächlich irgendwie versuchen, hier auf diese Gap zu kommen. Aber wahrscheinlich wäre dann die Prämie wieder zu klein gewesen. Das ist dann
unterm Strich nicht unbedingt wirklich Spaß macht, hier reinzugehen. Man könnte natürlich dann auch sagen, ich lasse bis abends auslaufen vielleicht oder versuche vor der letzten Handelsstunde zu schließen und gehe hier ein bisschen raus, nimm dann eben halt nicht bei 50, sondern bei 70 oder 90% die Gewinne mit. Das kann man natürlich dann auch machen. Ne? Aber ganz klar ist ein Regelwerk, kein Breakout, sondern sagen, okay, den Markt sich erstmal ein bisschen austoben lassen. Jetzt hat er irgendwo seine Range gefunden irgendwie vielleicht. Und man muss gucken. Auf der anderen Seite halte ich das jetzt, man sieht es jetzt auch, jetzt kommt wieder ein bisschen Druck. Also Druck ist natürlich die Frage. Aber er testet jetzt dieses Tief zum dritten Mal an. Eins ist natürlich klar, wenn der runterrauscht, dann wird es wahrscheinlich eine Bewegung geben und wir müssen direkt raus aus diesem Trade. Wir sind jetzt auch dann deutlich unter dem 20er EMA. Muss man halt gucken, ne? Aber 1,40 ist natürlich gut. Gehst du auch bei 2,80 raus oder wie ist deine Stop-Strategie? Oder hast du 200% Regel? Wie endest du das? Oder erst beim Strike-Berührung? Ernie kenne ich tatsächlich nicht. Ist auch eine Idee. Also ich sage ja, man kann diesen Trade echt in den 1000 Varianten handeln. Aktuell habe ich jetzt mal diese Breakout-Strategie mit dem Plan, eben halt so ein 20er Delta zu schreiben, knapp drüber, knapp drunter, um dann eben halt ein bisschen Luft zu haben in diesem Trade und um den dann zu managen. Werde ich mir aber auf jeden Fall angucken, weil ich diesen Trade insgesamt, also diese Idee des Daytradings extrem spannend finde im Bereich des Optionshandels, weil wir, wie man ja auch hier jetzt wieder sieht, auch wenn wir irgendwo falsch liegen, trotzdem kann dieser Trade am Ende des Tages durchaus noch Geld verdienen, ohne dass man Blut und Wasser schwitzt. Man kann das relativ ruhig begutachten. Wenn man falsch liegt und das wäre runtergerasselt, wäre das ein kurzes Ding gewesen, man wäre raus. Na, jetzt aber ist klar, dass wir irgendwie in so einer Seitwärtsrange uns bewegen, mit die Eröffnung vorgegeben hat. Auch fein. Von daher ist das natürlich cool. Aber die Frage ist eben halt, wie lange muss ich diesen Trade dann betreuen? Welches Risiko habe ich dann dabei tatsächlich aufzusetzen? Welchen Spread? Wie groß ist der Spread? Welche Margin muss ich dabei hinterlegen? Und ja, und ansonsten, klar, wenn das sogar noch lukrativer ist, wenn man da am Ende sogar noch ein bisschen mehr bei rausholen kann, dann bin ich sofort auch da mit dabei und versuche diesen Trade mit zu erlernen, weil ich glaube, dass man hier wirklich mit einem schönen Baukasten auch arbeiten kann. Also im Pullman's Club haben wir jetzt auch einen Trade beispielsweise, ja, der hätte heute auch wahrscheinlich wieder super geklappt. Ich kann mal kurz in der Telegram-Gruppe gucken. Ob da jemand schon was gemacht hat. Einige haben Kondor aufgesetzt. Auch das geht natürlich jederzeit immer wieder. Ja, also von daher sehe ich jetzt auf eine Schnelle nicht, ob einer die Hauptstrategie gehandelt hat. Ich gehe in der letzten halben Stunde raus oder wenn bei 0,50. Ja, super. Also 0,50 ist ja super. Wäre natürlich ganz klasse. Ne? Und wie gesagt, wenn Annie das macht, werde ich mir mal angucken. Also wenn du sagst, er hat auch einen YouTube-Kanal oder von wo, Trading Academy, ich gucke mir das mal an. Also wie gesagt, kann man ja mit einbinden und einbauen, weil hier heute beispielsweise, wenn das Konto jetzt ein bisschen größer wäre und man hier und ich hier ein bisschen mehr Spielraum hätte, wäre ich hier auch jetzt mit einer zweiten Strategie noch dabei, was ich aber eigentlich dann auf Interactive Brokers eher favorisieren würde, weil, wie gesagt, hier habe ich nur, solange das Konto hier unter 25.000 Dollar ist, habe ich einfach nur 3 Trades im Monat, in der Woche, in 5 Tagen und diese 3 Trades möchte ich mit dieser Strategie mal testen. Bei Interactive Brokers
sieht es ein bisschen anders aus. Und da würde ich dann wiederum tatsächlich dann die zweite Strategie handeln, aber parallel halt. Und das macht einfach Sinn, weil sie unterschiedliches Handling haben, unterschiedliches Stop-Loss, unterschiedlichen Einstieg. Und dann ist man parallel mit zwei Trades dabei, die eben halt eine hohe Gewinnerwartung haben und man das dann managen kann. Ne? Ja, genau, an schönen Down-Days ist das natürlich dann noch extremer. Also da hatten wir es ja, wenn wir diese Gap-Downs haben, wenn man dann sagt, okay, gerade bei den Down-Gaps ist es ja sehr wahrscheinlich, dass diese Gaps auch geschlossen werden, nach oben hin wieder, wenn man dann wirklich einen Bull-Put-Spread schreibt oder einfach nur eine Short-Put-Option da reinlegt, ist das natürlich super. Ne? Also Short-Put, aber ist eben halt dann die Frage, welches Margin-Konto oder welche Margin habe ich und wie viel kann ich davon ausreizen oder nicht ausreizen. Das ist dann wie immer auch eine Kohlefrage, was kann man machen und inwieweit will man das denn am Ende tatsächlich machen. Aber auf jeden Fall geht da eine ganze Menge und es ist eben halt tatsächlich dann auch echter Lohn, rein, raus. Man ist nicht über Nacht in den Trade drin. Man kann sich jeden Tag neu entscheiden, ob man was machen möchte oder nicht. Hat man die Zeit? Ja, man hat die Zeit. Dann geht man rein und tradet ein bisschen. Wenn man die Zeit nicht hat, dann setzt man sich einen Zeitstopp oder lässt es einfach außen vor und sagt, okay, heute mache ich nichts. Morgen geht es dann wieder weiter. Spielt keine Rolle. Ne? Aber man muss natürlich auch aufpassen, wie jetzt hier heute bei dem Livestream ja auch, dass man nicht ins Overtrading kommt. Ne? Also ihr seht, wir sind jetzt eigentlich eine halbe Stunde schon über meinem Limit von 17 Uhr oder 23 Minuten. Das ist jetzt noch nicht so tragisch und das finde ich jetzt auch noch nicht so schlimm. Und es ist ja auch der erste Trade, den möchte ich jetzt nicht unbedingt mit einem Zeitstopp beenden, aber und schon gar nicht im Verlust. Da ist es natürlich auch so, dass ich sage, nö, das warte ich noch ab, weil ich das nicht unbedingt sehe, dass wir jetzt einen massiven Weg nach unten noch gehen. Aber unterm Strich wäre mir das jetzt natürlich auch schon wieder zu lange. Ne? 2 Stunden, gut, jetzt redet man da auch immer noch ein bisschen mit, ist nochmal zusätzlich anstrengend in Anführungszeichen, aber de facto soll das natürlich auch schneller vonstatten gehen. Im Winter nachher ist es was anderes, aber wer möchte im Sommer jetzt hier, wir haben hier heute in Hamburg nicht wirklich Sonne, ziemlich bedeckt, aber irgendwie trotzdem 30 Grad, also es ist auch eher schwül, das Wetter, es ist jetzt nicht so, dass es einen so massiv nach draußen zieht, aber unterm Strich kann man solche Tage abwarten, ne? Wenn man wirklich einen Gap nach unten hat oder wenn man Down-Days hat oder wenn wirklich ein bisschen Bewegung war, wie die letzten Wochen das war, wenn man dann sich ein paar Tage rauspickt. Aber auch da würde ich wieder irgendwie das ins Regelwerk packen und sagen, okay, wann setze ich aus, wann nicht? Also na klar, wenn ich arbeiten muss oder wenn ich keine Zeit habe, weil irgendwas anderes ansteht, ist eine Sache, aber auch eventuell ein Marktkriterium überlegen, wann man sich um Trading kümmern sollte und wann eben halt nicht. Wir im Pullman's Club besprechen das dort definitiv auch weitläufig und ausführlich. Der Tradingplan und das Regelwerk zu diesen Trades wird, da haben wir eine Session schon gemacht. Das wird jetzt nach und nach aufgearbeitet, ausgearbeitet, immer weiter verbessert, immer weiter konkretisiert, immer tiefer geschrieben, wie lange man drin bleibt, wann man rausgeht, warum man rausgeht, wie man umgeht mit Gaps, Down-Gaps und Up-Gaps und mit Marktsituationen und so weiter und so fort. Also da werden wir uns noch eine ganze Menge und ganz schön lange mit beschäftigen. Lesbix und ES, da hat man eine Verlustbegrenzung, 20.000 Euro, schnell erreicht. Die Strategie kann man aber auch mit Spider. Ja, die 20.000 Euro, das ist natürlich auch das nächste Ding. Das ist hier ja genauso. Es ist mit Sicherheit kein Steuertrade. Das muss man auf jeden Fall im Monitoring haben und muss man sich auch angucken. Keine Frage. Auf der anderen Seite gibt es schon einen Gesetzentwurf oder ist zumindest in Arbeit, dass das Ganze aufgehoben wird, dass wir uns da zukünftig nicht mehr drum kümmern müssen. Und wenn das wirklich Thema wird, aber wir bis dahin erfolgreich gehandelt haben, dann muss sich eben halt jeder selbst die Frage stellen, inwieweit er zumindest die 20.000 ausnutzt. Dann habe ich gehört, dass es auch die Möglichkeit gibt, eben halt, dass es einmal den Komplett-Totalverlusttopf gibt und den Verlusttopf aus geschlossenen Positionen. Das wären dann im Prinzip rein theoretisch schon 40.000 Euro Topf. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, zumindest für die Verheirateten unter uns, dass man ein Gemeinschaftskonto anlegt. Und mit diesem Gemeinschaftskonto hat man dann immerhin schon mal 40.000 Euro pro Person. Also man kann das schon ein bisschen ausdehnen und ausarbeiten, das Ganze. Ob das am Ende reicht oder ob man am Ende
dann vielleicht sogar eine GmbH machen muss, weil man eben halt doch diese 40.000 oder diese 20.000 ganz schnell ausgereizt hat, ist auch klar. Hier geht es aber jetzt doch erstmal darum, nicht steueroptimiert, Prämien kommen ja auch noch runter und so weiter und so fort, sondern hier geht es jetzt erstmal nicht um die Steuer, die kann man sich dann angucken, wenn der Trade erfolgreich läuft. Hier geht es jetzt darum, wirklich zu sagen, kann ich mit diesem Spread, und ich würde es nur mit Spread handeln. Also ohne Spread würde ich das nicht machen. Ganz einfach. So ist es, wenn irgendwas passieren sollte, dann weiß ich, okay, ich habe 500 Euro pro Option Risiko und dann ist das Thema für mich durch. Oder ich habe den Spread eben halt entsprechend weiter, dafür entsprechend weniger Position in den Trade. Aber ich kann im Prinzip mein Risiko komplett im Vorwege bestimmen, mehr oder weniger. Ausnahmen, ich weiß, gibt es immer wieder und es kann auch mal dumm laufen, aber von der Sache her geht es mir darum zu sagen, okay, klappt das Regelwerk? Kann ich das so umsetzen, wie es im Prinzip jetzt im Netz kursiert? Das, was eben halt andere sagen, wie sie diesen Trade managen, kriege ich das für mich auch hin? Kann ich das Regelwerk, was ich jetzt da im Prinzip übernommen habe, auf mich so weit umbauen, dass es eben halt für mich und für die Leute im Pullman's Club funktioniert? Auch dort macht jeder dann wahrscheinlich seine eigenen Notizen, baut das ein bisschen nach links oder rechts um und aus. Der eine sagt, nee, ich habe bis 22 Uhr Zeit, ich arbeite überhaupt nicht mit Zeitstopp. Der nächste sagt, nee, mehr wie 2 Stunden möchte ich nicht, wie auch immer. Das ist ja dann auch wieder individuell, aber von der Sache her ist es einfach so, dass wir da eben halt das versuchen auszuarbeiten und die Steuer würde dann im zweiten Step eigentlich kommen, nämlich dann, wenn es erreicht ist. Mein Zeitaufwand ist trotzdem minimal. Bin Psychotherapeut, sitze im Garten neben dem Pool und hatte eine Online-Stunde. Ja, sehr geil. So soll das ja auch sein, Robert. Also das ist natürlich genau das Coole, wenn man das so handeln kann und wenn man dann auch dort, ja, ich sag mal, seine Passion ausleben kann und durchleben kann. Und wenn man das dann aber trotzdem mit dem professionellen Ansatz betreibt und sagt, okay, ich versuche hier jetzt wirklich nochmal ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Wie gesagt, hier geht es jetzt heute um 55 Euro. Den Stundenlohn brauchen wir uns nicht schönrechnen. Haut irgendwo nicht hin. Aktuell Position sehen wir selber, 20 Dollar im Minus, 25 Dollar im Minus, viel erzählt, viel gemacht. Zuschauer werden jetzt auch langsam weniger. Ich denke, ist klar, weil entweder müssen tatsächlich einige ja von euch los oder eben halt sie wissen, wo die Reise hingeht und sehen dann beim nächsten Trade, ob ich das Ding mit Gewinn oder Geschluss, mit Verlust geschlossen habe. Das Ergebnis ist ja jetzt unabhängig von der Trade, also ist natürlich nicht unabhängig von der Trade-Entwicklung, aber von der Zeit, die ihr jetzt live mit mir hier noch verbringt oder nicht, ist das Ergebnis ja jetzt unabhängig, was hier passiert oder nicht passiert. Also ihr seht, es wird immer gerader, der 20er EMA wird immer gerader, die Linie, und die 200er arbeitet sich ran. Je kleiner wir werden, desto besser ist es eigentlich, dass wir dann wieder eine Bewegung bekommen. Aber ob das heute tatsächlich der Fall sein wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir sehen auch hier mit Preis 1,30, also 1,10 zu 1,50, also 40er Spread, 30er Spread. Also wir arbeiten uns so langsam, aber sicher im Spread-Bereich auch nur sehr langsam wieder in kleinere oder engere Bereiche ran. Wir kommen über die 3.890 nicht wirklich hinaus. Auch das ist mal ein Fazit, was wir jetzt hier ziehen müssen. Und die Kerzen werden auch letztendlich immer kleiner. Ne? Also ihr seht, es wird immer kleiner, die Kerzen hier. Zeitwertverfall arbeitet jetzt für uns, aber eine schöne Kerze mal Richtung 3.900 Punkte, das wäre jetzt einfach mal das, was ich mir wünschen wollen würde. Mein Zeit. Kann man aber auch mit dem Spider. Ja, Spider geht auch. Kann man machen. Aber wie gesagt, der Spider ist das Zehnfache oder ein Zehntel vom SPX. Das heißt, dann würden wir zumindest jetzt hier bei dem Trade, wenn ich einen Spider aufgesetzt hätte, bei 5,50 liegen. Und wenn man dann die Gebühren und sowas noch mit dazu nimmt, dann ist es schon wieder im Bereich, wo ich sage, das lohnt sich dann am Ende wahrscheinlich nicht, wenn man in so engen Ranges arbeiten möchte. Also wenn ich wirklich jetzt nur 30, 40 Cent pro Option verdienen möchte oder wie jetzt in dem Fall 55 Cent pro Option verdienen möchte, dann ist das echt die Frage, ob ich das im Spider mache. Ne? Weil mit dem Spider habe ich dann eben halt nur 5,50.
Und wenn ich dann die ganzen Gebühren abziehe, bin ich wahrscheinlich, zumindest wenn ihr bei Inter nicht direkt bei IB seid, sondern bei den Internet-Use-Brokern, seid ihr dann schnell auch im Verlust aufgrund der Gebühren alleine schon. Ne? Und das muss man halt sehen. Ja, also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier tatsächlich, ich meine, wir sind immer noch 18 Leute, also ich mache nur einfach noch weiter. Ihr haltet ja hier irgendwie ganz stur durch. Das finde ich ja wunderbar, freue ich mich. Vielleicht der ein oder andere, der jetzt dann nochmal einen Daumen hoch macht und sagt, okay, ich belohne die Ausdauer hier. Den Trade können wir ja noch nicht wirklich belohnen. Ansonsten rutschen wir ja jetzt auch wirklich Richtung Feierabend hin und bei euch geht es ja auch vielleicht dann doch im Garten oder zum Grillen oder wie auch immer. Also ich würde fast ein bisschen dazu neigen zu sagen, jetzt nach 2 Stunden, 17 Minuten den Livestream zu beenden. Trade schreibe ich dann in den Kommentaren rein, ob der am Ende ein Gewinner war oder ein Verlierer war. Ich lasse den natürlich jetzt im Moment erstmal noch laufen. Wie gesagt, 2,20 oder 55, das ist so das Ziel. Würde aber, und das ist eben halt auch das Schöne, man könnte rein theoretisch jetzt dann vom Rechner weggehen und diesen Trade jetzt extrem einfach übers Handy managen. Ne? Beobachtung, deutsche Börse schließt nach langen Abwärtsbewegungen meist. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon beobachtet, wenn die Börse gleich dicht macht, dass dann die Amis nochmal Gas geben und gerade ja auch die letzten Tage, also wo wir, oder die letzten Wochen, wo wir eigentlich immer mit so einem Gap-Down gestartet haben, sehr schwach in dem Handel gestartet haben und immer wenn die europäischen Börsen dann zu waren, dann haben die Amis angefangen zu kaufen. Ob das heute so ist, bisschen mit Vorsicht zu genießen, weiß ich nicht so genau, aber wäre natürlich auch ganz schön. Ne? Aber wir sehen hier ein bisschen jetzt wieder über 3.890 mit Preis bei 1,15. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Ein bisschen warten wir noch. 15 Leute sind noch am Start, wenn ich das richtig sehe. Da, also ihr seid der Hammer. Finde ich geil von euch. Freue ich mich drüber. Und von daher, vielleicht kriegen wir zusammen die Belohnung, dass wir hier am Ende des Tages die ersten $55 bejubeln können. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich gleich der Trade, was haben wir jetzt, 17.33 Uhr, das können wir mal kurz eingeben, 17.33 Uhr, nach einer Stunde 37 Minuten läuft der Trade vielleicht zum ersten Mal in den Gewinn. Gleich haben wir eine Chance, dass wir in den Gewinn mit diesem Trade reinlaufen. Würde ich persönlich eigentlich gar nichts gegen haben. 1,10 mit Preis. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, wenn wir in die Position gucken, dann sind wir schon mal plus minus null. Also er kämpft um den Break-Even-Punkt hier aktuell. Also gucken wir mal. SPX ist das Maß aller Dinge. Die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen den SPX. Den haben wir jetzt hier. Das ist das Maß aller Dinge, aber schon wieder $10 im Minus. Und 3.890,83. Aber wie gesagt, letztendlich ist es der Chart. Letztendlich sind wir, ach guck mal an, jetzt ist das schon wieder weg. Ich werde hier noch wahnsinnig. Alles, was wir hier eingezeichnet haben, ist schon wieder weg. Also die Charts hier bei Tastyworks sind absolut nicht empfehlenswert. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt hier diesen Chart sehe, dann passt das auch. Ach so, okay, ich habe nichts gesagt. Sorry. Wir waren im CCCCCL. Wir wollen aber in den SPX. Ich habe nichts gesagt. Da ist alles wieder, alles fein, alles gut. Aber wir sind auch wieder über den 20er EMA. Also jetzt, aber los jetzt hier. Attacke, dass wir nach oben weggehen, dass wir den Trade schließen können und dass wir uns endlich freuen können. Aber ihr seht es hier, 1,20, er lässt auf sich warten. Aber wie gesagt, es ist auch kein Grund, irgendetwas zu tun, Trübsal zu blasen, rauszugehen, reinzugehen oder wie auch immer. Robert, dein Trade, du bist ja irgendwie hier unten eingestiegen, hast 1,40 kassiert, bist schon gut dabei. Also lass uns den mal hochkaufen. Also nicht wir, sondern die anderen. $3,891, jawohl.
Also ich sage mal 3,894. Wenn wir da drüber sind, dann haben wir mal hier diese ganz enge Range mal verlassen und dann wäre es eigentlich an der Zeit, die 3.900 wieder zu testen. Also eigentlich sieht das jetzt kommen, wenn er jetzt nochmal 3-4 Punkte hochmarschiert, sieht das doch jetzt schon mal vielversprechend aus. Wann macht Deutsche Börse zu, 17.45 oder wann ist da Handelsschluss? Ich habe den DAX da nicht so, also den Kassabereich nicht so im Blick. 17.30 oder 17.45, Robert, wann machen die beim DAX die Kassen zu? Uiuiui, Mitpreis 1,5. Mitpreis 1,5. Wir arbeiten uns ran. Mitpreis 1 Dollar. Wunderbar. Im Moment spielt er da noch hin und her. 1,5 Dollar im Mitpreis. Aber wir sehen hier Askpreis 90 schon nur noch und Bitpreis 1,20. Also, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ask arbeitet sich so langsam mal sicher Richtung unseren Bereich rein, wo wir auch letztendlich gerne hinwollen. Das ist gut so. Ah, die Kerzen jetzt, das ist ja schon mal, sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Also, was überwiegt im Moment, überwiegt optisch die grünen Kerzen auf jeden Fall. Das heißt, im Moment sehe ich da den Trade dann jetzt auch aktuell wieder sehr optimistisch. DAX zieht an 17.30, also DAX schließt 17.30, okay. Ja, und zieht jetzt wieder an. Ja, tatsächlich. Also die Beobachtungen stimmen soweit schon mal. Auch heute zieht es ein bisschen an. Spielt uns natürlich extrem in die Karten, keine Frage. Aber auf der anderen Seite ein bisschen mehr kann er gerne noch machen. Und dann werden wir den Zeitwertverfall auch irgendwo gleich verarbeitet haben. Wie gesagt, wir sind ja fast im gleichen Trade drin, Robert. Aber 17.30, okay, ich dachte 17.45 wäre Kassaschluss, aber 17.30 umso besser. Das ist ja ganz cool. Jetzt haben wir drei grüne Kerzen in Folge. Das hatten wir hier auch schon mal. Also jetzt nochmal eine grüne Kerze und über die 94 hinauslaufen. Das wäre jetzt schön. Sieht alles eher nach Glücksspiel aus. Nach dem Wochenende hätte ich wenigstens eine Stunde Markteröffnung abgewartet. Ja, wieder werden wir sehen, ne? Ob das Glücksspiel ist oder nicht. Also es ist duplizierbar. Ich werde diese Trades eben halt immer wieder, also dreimal die Woche, aber wenn ich die Trades mache, werde ich sie immer nach dem gleichen Schema aufsetzen und dann werden wir sehen, ob das Glücksspiel ist oder nicht. Fakt ist, es ist insofern jetzt Glücksspiel, weil die Idee ist Breakout. Ich möchte hier ein Breakout sehen und möchte dann in der Erwartung, dass wir tatsächlich noch ein, zwei Kerzen nach oben weitersehen oder dass wir eben halt hier im Peaken mit 10, 15 Punkte nach oben sehen, weil wir einfach den Breakout aus dieser Range haben, aus dieser 15-Minuten-Range haben. Und das ist die Idee bei diesem Trade. Die ist nicht aufgegangen, aber das ist eben halt kein Future-Trade, sondern es ist ein Optionshandel-Trade. Und das heißt, die Idee, die hier existiert, geht eben halt frühestens hier unten bei 3.875 in die Binse. Vorher schließe ich das schon, aber der Trade hat eben halt dann auch Luft. Und diese Luft gibt man den Trade dann auch so. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt lange Zeit darüber reden muss, dann ist das natürlich auch immer ein bisschen nervig und verwirrend und gibt eben halt auch viele, viele Signale in die eine oder andere Richtung. Aber de facto ist es eben halt, der Trade als solches im Glücksspiel wäre es eine 50-50-Chance. Ich hoffe am Ende des Tages, dass wir keine 50-50-Chance haben, sondern eine 80-20-Chance haben und dass dann eben halt die Verlierer so begrenzt sind, dass ich eben halt tatsächlich mehr Gewinner habe und wie gesagt, dabei in der Woche auf 15 Dollar Gewinn komme. Wenn das aufgeht, dann verdiene ich am Ende des Tages Geld, weil ich eben halt dann mehr Gewinner als Verlierer habe, habe 15 Dollar insgesamt pro Trade an Return of Invest oder an Gewinn. Und diese 15 Dollar bin ich bereit oder diesen Track Record bin ich bereit, das Risiko zu erhöhen, je länger dieser Track Record eben halt funktioniert und in dem Markt sich etabliert. Und das ist die Idee dahinter. Und von daher ist es
ja, ist es letztendlich doch irgendwann alles, ist es natürlich irgendwo ein bisschen Glücksspiel, na klar, aber idealerweise duplizierbar anhand der Bilder, die der Markt uns zeichnet, sagen wir es mal so. Und ob das am Ende aufgeht oder nicht, das werden wir ein paar Wochen hier sehen oder ein paar Monaten oder ein paar Jahren oder was weiß ich wann, das eben halt soweit ist. Aber die Idee dahinter ist jetzt erstmal so geboren. Wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht, ich sehe das ja auch nur, kriege den Input von Trader-Kollegen, sehe das und sage mir, okay, für mich ist es so, dass ich versuche, das Ganze eben halt dann für mich umzusetzen und für mich in diesen Trade reinzukommen und durch die Live-Show. Hast du einen Backtest gemacht? Nein, ich mache bei Optionshandel keinen Backtest. Warum mache ich hier keinen Backtest? Weil ich hier ganz, ganz klar der Meinung bin, dass die Backtests keinen Sinn machen. Warum machen die keinen Sinn? Ganz einfach, weil es bei den Optionshandeldaten nur Opening- und Closing-Daten gibt. Dieses ganze Hin- und Hergezucke innerhalb des Tages gibt es keine Live-Daten oder es gibt keine Backtest-Daten, die das widerspiegeln. Und deswegen halte ich diese Backtest-Geschichten im Optionshandel, vor allen Dingen Intraday, für gelinde gesagt nicht aussagekräftig. Also das funktioniert, wenn ich sage, okay, ich lasse die Option am Ende des Tages verfallen. Wie gehe ich damit rein? Oder ich möchte eine Tendenz haben, wie funktioniert der Trade oder wie auch immer. Aber ich glaube, dadurch, dass der Intraday-Handel fehlt bei den Optionsdaten und dann diese End-of-Day-Daten auch noch extremst fehleranfällig sind und wer da nicht wirklich viel Geld für in die Hand nimmt und da sich wirklich ein gutes Datenpaket holt, der wird einfach damit Probleme haben, wenn er Intraday-Optionen eröffnet oder schließt und die im Backtest eben halt bewerten möchte. Also man kann natürlich daraus ableiten, ob eine Strategie funktioniert, ja oder nein, oder sich das eben halt angucken, ja oder nein. Aber ich glaube und meine feste Überzeugung ist, dass die Backtest-Daten unterm Strich fast nicht stimmen können. Auf der anderen Seite, ich weiß, Castle Trader, schöne Grüße an Carsten an dieser Stelle, falls er sich das irgendwann mal so lange reinzieht, der ja das backtestet und auch handelt. Seine Trefferquote lag irgendwo, glaube ich, bei 85%. Wenn ich hier am Ende bei 86 oder 87 oder 84 oder 83% bin, dann kann man natürlich das wieder sagen, siehst, der hat ja doch vom Backtest her auch funktioniert. Aber wie gesagt, meine Überzeugung ist, dass man es machen muss, dass man langsam in diesen Trade reinkommen muss, dass man sehen muss, dass dieser Trade funktioniert für einen selber. Und dann geht es eben halt einher. Ich habe eben halt von der Dame, die das hier im Internet im amerikanischen Raum veröffentlicht, die Trade-Log bekommen. Da sind 217 Trades veröffentlicht, die sie eben halt in diesem Rahmen gemanagt hat. Und da ist eben halt die Quote etwas über 85% Trefferquote. Aber nochmal, Ein- und Ausstiege sind komplett anders getimed, als sie jetzt unbedingt bei mir sein müssen, weil jeder hat da noch wieder einige Arbeiten mit Bollinger-Bänden, ob die rein oder rausgehen. Der nächste arbeitet gar nicht mit gleitenden Durchschnitt, der nimmt nur den Schaden. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten, oder wo war es denn jetzt gewesen? Wie der Ernie, der andere Einstiege sucht oder irgendeiner, der auf einer Stundenbasis arbeitet und da, oder auf 30-Minuten-Basis arbeitet, den Breakout dann haben möchte, um dann mit einem 15er den Einstieg versucht zu optimieren. All das geht ja. Und das ist ja alles nicht, also das hier ist ja nicht der heilige Gral und so müsst ihr es machen und nur so funktioniert es, sondern das ist eben halt mein Weg, den ich jetzt erstmal ausprobieren möchte. Und es ist der erste Trade. Also es ist nicht der 300. Trade, sondern es ist der erste Trade. Das heißt, die Dynamik in diesem Regelwerk wird ja noch massiv sich verändern. Ne? Also das wird sich noch massiv verändern. Und wir sehen jetzt hier sind wir jetzt schon bei 38, wir haben jetzt 85, wir haben 70er. Also wir sind jetzt eigentlich schon langsam, aber sicher in dem Bereich, wo ich sagen würde, da macht es vielleicht sogar Sinn, einfach diesen Trade auch mal rauszunehmen. Ne? Dass man sagt, okay, Thema ist irgendwo ausgelutscht. Man hat jetzt hier... Man hat jetzt hier in diesen Trade, na gut, 10 Dollar minus, zeigt er jetzt hier an. Das macht natürlich dann den Kohl auch noch nicht fett. 3893, also irgendwie hakt der hier auch schon wieder.
$20 jetzt vorne, müsste man natürlich jetzt sehen, wenn man sagt, okay, 55 und wir nehmen jetzt hier 30, 35, $40 mit, wäre ja auch okay. Also alleine diese $20, die wir jetzt hier vorne sind, sind ja schon rein theoretisch mein Wochenziel, ne? Also da hätte ich mit dem Trade mein Wochenziel schon erreicht, bräuchte diese Woche eigentlich nicht mehr traden. Und könnte ganz beruhigt das Ganze hier angehen. Auf der anderen Seite sieht es charttechnisch, na gut, jetzt kommt eine kleine Korrekturkerze, aber wir sehen, der 20er baut sich ein bisschen auf. Wir sind hier noch nicht unter der Kerze. Also hier, ja, gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier die 54er-Reihe. Ich glaube, wir laufen jetzt hier auf jeden Fall an die 3900 nochmal wieder ran. Und dann geht der Trade eben halt auch raus zu dem, was wir haben wollen. Auf der anderen Seite würde ich dann, je nachdem, wo wir dann im Preis sind, wenn wir 3.900 jetzt hier tatsächlich anlaufen sollten, vielleicht den Trade dann auch manuell schließen und gar nicht auf diese 55 Cent warten, sondern sagen, okay, ich gehe jetzt hier manuell raus. Dann wäre, also passt den Trade einfach an und sage, okay, dann ist das eben halt so. Ne? Aber im Moment sieht ja noch alles ganz gut aus. Wir lassen noch mal ein bisschen laufen in diesen Trade. Ja, wieder. Wie gesagt, das ist so meine Idee zu diesem Backtest. Ne? Also ich habe mir die Trades dann angeguckt, habe die im Chart mir angeguckt, habe geguckt, inwieweit kann ich das für mich umsetzen, wie sehe ich diese Signale auch so oder sehe ich sie nicht, sehe dort ein recht erfolgreiches Ergebnis und von daher, warum nicht? Ne? Also Attacke und Feuer frei, sage ich immer dann, wenn es dann eben halt ist. Und wenn es nicht ist, sind es im Moment noch kleine Positionen. Ich teste mich ran und ja, wie gesagt, dann entweder wird es sein gelassen, wird es wieder gecancelt, entweder wird das Regelwerk komplett neu angepasst, wie es mir gefällt, oder ich fange an mit einem komplett anderen Regelwerk, aber eben halt auf dieses Null-DTE-Trading, weil das eigentlich ja eine ganz spannende Sache ist. Heute aber definitiv zu lange dabei. So, auf der anderen Seite hier jetzt die Bewegung von 3,85 auf 3,95, die 10 Punkte. Jetzt eine Korrekturkerze. Jetzt wäre natürlich schon ganz cool, wenn wir trotzdem wieder hier drüber laufen und dann wäre der Trade auch eigentlich schön durch. Ja, wieder, ich kann ja, wir haben es jetzt eben hier gehabt. Also, das ist ja hier das Money Management da drauf, was ich draufgesetzt habe. Also, das ist dann schon geplant. Hier sind die Gewinne, die auflaufenden Gewinne, die dann im Prinzip die Position jeweils immer um 100, also um eine Option erhöhen würden. Ne? Also, das geht immer um eine Option dann höher. Wie gesagt, wenn ich das Konto verdoppelt habe von $2.500 auf $5.000, dann würde ich wahrscheinlich nochmal neu aufsetzen, um das Risiko, was im Moment ja 4% pro Trade ausmachte, initial auf 2% pro Trade initial zurückzusetzen und dann zu sagen, okay, und dann gehe ich mit diesen 2% initial weiter, weil dann habe ich auch hier in diesem Bereich deutlich geringere Drawdowns und ich habe vor allen Dingen dann auch deutlich geringere Probleme mit dem Margin und der Ausführung der Trades dann nachher am Ende. Denn immerhin, jetzt sind es $400. Wenn wir hier im Bereich $5.200 sind, wären das bei 10 Optionen ja immerhin auch $4.000 Margin-Bereich. Bei $5.200 ist das natürlich, und wenn ich dann noch ein oder zwei andere Positionen im Depot habe, kriege ich den Trade definitiv nicht eröffnet. Und da werde ich definitiv ein bisschen Spielraum reinkriegen. Auch wenn das Daytrading-Trades sind und ich den Trade ja auf jeden Fall wieder schließe am Ende des Tages, aber ich riskiere eben halt auch in dem Moment hier $1.000. Und wenn ich dann $1.000 verliere, dann kann ich am nächsten Tag vielleicht den nächsten Trade nicht aufmachen oder eben halt den zweiten Breakout nicht an, weil ich mir hier $1.000 verdattelt habe in der Woche in den Trade. Und das ist eben halt dann das Problem. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal konservativer werden müssen. Aber im Moment bleibt mir gar keine andere Wahl. Ich muss ja irgendwo anfangen und zu sagen, welchen Trade gehe ich wie ein. Und das ist einfach diese $100 pro Trade sind für mich durchaus akzeptabel. 4% bei $2.500 Konto bei einem Trade, der eine 80% Trefferwahrscheinlichkeit haben sollte, ist für mich absolut okay und auch
fühle ich mich auch fein mit. Also auch ganz unabhängig davon, ob ich noch andere Trades im Depot habe oder nicht. Oder wenn das, selbst wenn es mein kleinstes und einziges Depot wäre, welches ich handeln würde, würde ich mich mit der Position wohlfühlen. Also 4% Risiko pro Trade beim gewinnerwartungsträchtigen Trade ist das durchaus akzeptabel und in Ordnung. So, also wir sehen, wir arbeiten uns weiter an unser Break-Even. Jetzt haben wir wieder eine grüne Kerze nach zwei roten. Das ist eigentlich eine typische Aufwärtsbewegung, auch wenn das alles noch sehr klein ist und alles noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Aber wenn wir sagen, hier tief, hoch, neues Tief, neues Hoch, tief, jetzt wieder neues Hoch und dann Richtung 3.900 laufen, das sieht schon ganz vernünftig aus. Auch der 20er ist in der Aufwärtsbewegung, also läuft parallel zur 200er, bricht nicht nach oben hin aus. Also wir sind immer noch in der Opening Range der ersten drei Minuten zugange, die ja im Prinzip hier läuft, mit drei oder mit vier kleinen doch nach oben raus. Nach unten raus gibt es gar keine, gibt es zwar 1, 2, 3 Tests, aber gar keine Durchbrüche. Zum Glück jetzt für unseren Trade jedenfalls. Und jetzt denke ich, arbeiten wir uns eigentlich, weil es ist einfach eine Range an 3.900 ran. Und wenn wir 3.900 erreichen würde und wir wären noch nicht bei 55 Cent, würde ich heute jetzt den Trade auch schließen. Also dann sind wir ja bei 60 oder 65 Cent, dann würde ich rausgehen, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, dass wir auch hier heute nicht unbedingt ausbrechen und dass wir hier zumindest bis zur letzten Handelsstunde in dieser Range bleiben. Und wenn ich dann bei 3.9 bin, dann würde ich jetzt nicht mehr auf Zeitwertverfall warten, sondern wirklich den Trade dann auch beenden wollen. So, aber wie sieht der Trade aus? Wir sind jetzt mit Preis 85, 90, 80, 90, 1,5 zu 80 zu 1,5, also 25 Cent nur noch Spread. Also ihr seht, der Spread arbeitet sich zusammen, natürlich, weil das Volumen auch immer weiter zusammenschrumpft. Jetzt habe ich hier auf diese IVX heute im Laufe des Tages nicht geachtet. Delta, ja, sind wir immer noch beim 28er Delta, also wir sind noch relativ hoch im Delta. Sieht man hier eigentlich. Na, 75er, also ihr seht, es dümpelt jetzt hier dahin. Also es ist wirklich der Zeitwert, der jetzt hier aus diesem Trade rausgeht, der jetzt dafür einfach sorgt, dass ich hier Geld verdiene und natürlich diese 1, 2 Punkte rauf oder runter, die machen sich jetzt immer weniger bemerkbar. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen das hier im Chart, auch hier sind wir jetzt schon wieder in der vierten Kerze auf diesem Niveau, idealerweise jetzt über 96 hinaus und dann Richtung 3.900, um dann den Trade zu beenden. Trader Udo, 17.45 Schlussauktion im DAX. Ja, so hatte ich das eigentlich auch in Erinnerung. Ist vielleicht ähnlich wie an den US-Börsen, dass es so ein noch mal 15 Minuten Nachbörsenhandel gibt oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, spielt ja auch letztendlich keine große Rolle. Wir haben uns ein bisschen nach oben bewegt, minimal. Im Prinzip ist es eine Nullnummer, ganz klar. Aber das ist eben halt der Vorteil gegenüber Future Trading. Bei Future Trading, wenn wir wirklich massiv hinten dran mit der Position hätten, hier irgendwann dann auch wahrscheinlich den Stoppkurs gehabt, wären hier aus diesem Trade wahrscheinlich ausgestiegen. Oder man hätte den Stopp sogar unter die Einstiegskerze gelegt, dann wäre man hier ausgestiegen direkt. Dann wäre man gar nicht mehr in diesem Trade drin. So, jetzt läuft er eben halt seitwärts. Wir können das Ganze relativ entspannt beobachten. Ob man das live auf YouTube streamen muss oder nicht, wie gesagt, das müsst ihr entscheiden. 16 Leute sind noch da oder wieder da. Das ist natürlich sehr geil, weil, wie gesagt, irgendwie macht es dann ja auch Spaß. Also, ich weiß nicht, ob Robert noch da ist. Unser Trade entwickelt sich langsam aber sicher in die Richtung, wie sie laufen sollte oder wie er laufen sollte. Ne? So. So.
Wahnsinn. Na gut, aber. Ihr seht, der Zeitwertverfall greift in unsere Richtung. Wir sind jetzt bei 3.895, sind jetzt bei 75 Cent. Also der Trade kommt immer mehr in den Bereich rein, wo wir ihn gerne sehen möchten. Habe es ja gesagt, wenn wir jetzt hier. Ich habe ja gesagt, wenn wir jetzt hier auf. Hallo Ingo, grüße dich. So. Ja, der Trade läuft jetzt langsam aber sicher eben halt wirklich in unsere Richtung. Ich habe schon gesagt, 3.900 Punkte würde ich jetzt tatsächlich dann hier mein Mid-Price auch anpassen. Würde jetzt hier nicht mehr auf diese 3, 4, 5 Cent warten. Ja, und dann eben halt den Trade dann auch beenden. Auf der anderen Seite, wer jetzt eben halt noch wartet und sagt, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, jetzt sind wir hier schon irgendwie 2,5 Stunden dabei, nun ziehen wir das Ding hier auch durch. Was haben wir jetzt? Timeout, 17:57 Uhr, 2 Stunden in den Trade. Harry, juhu! 2 Stunden bin ich in den Trade dabei. Also, die Pullmans Klaber kommen dazu, sind gespannt, was passiert, haben ihre eigenen Trades teilweise schon fett geschlossen oder eben halt abgesichert über die Strikes. Ich bin eben halt hier in diesen Trade gefangen. Ich habe es also für die, die jetzt wirklich dazukommen, die jetzt wirklich täglich dazukommen oder neu dazukommen. Der Trade ist hier eingegangen bei 3.902. Dieser Mini-Breakout wurde gehandelt als Cash, nee, nicht als Cash, sondern als Credit-Put-Spread nach oben hin, also ein Long-Trade. Dann hier diese mördernde, zeitaufwendige Seitwärtsphase war immer unter meinem Strike-Preis. Der Trade war also immer im Minus. Jetzt bewegen wir uns in den Bereich ran. Mein Limit-Order liegt bei 55 Cent und wir sind jetzt aktuell im Mitpreis bei 75 Cent, haben hier 65 Cent. Also jetzt sieht es wirklich so aus, dass der Trade dann früher oder später auch rausgeht. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier bei 3.900 sind und ich hier kein Fill bekomme bei 55, würde ich jetzt nach 2 Stunden und, was haben wir, also nicht vom Stream, sondern nach wirklich 2 Stunden und 1 Minute im Trade, würde ich dann den Trade jetzt hier auch beenden und sagen, weil letztendlich kommst du mir hier nicht auf 10 Dollar mehr oder weniger an, sondern einfach, dass der Trade dann über Time Exit beendet worden ist und alles fein ist. So, Ingo, neues Projekt. Gibt es da jetzt einen täglichen Stream? Täglich nicht, aber ich werde den Trade idealerweise 3-mal die Woche ungefähr aufsetzen, beziehungsweise ich darf in der Woche drei, in 5 Handelstagen darf ich 3 Day-Trading-Trades machen und die werde ich hier mit der Breakout-Strategie handeln. Im Pullman's Club werden wir die andere Strategie handeln. Da sieht es jetzt im Moment ja auch ganz gut aus, dass ich da wieder was mitmachen kann. Dort werden wir ein bisschen aggressiver dabei sein und ein bisschen höhere Prämien versuchen zu erzielen. Hier aber, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich einen Trade mache, werde ich live streamen. Beginn wird dann sein 15:30 Uhr, jedes Mal 15:30 Uhr Start, Livestream, weil der Trade wird frühestens 15:45 Uhr eröffnet. Und bis dahin bin ich dann für euch hier mit am Start. Und wie gesagt, ob ich dann den Trade vorzeitig beende oder ob wir warten, wie heute den Trade tatsächlich durchlaufen und gemeinsam betreuen bis zum bitteren Ende, das entscheiden wir dann eben halt von Fall zu Fall. Normalerweise habe ich 17 Uhr Timestop gehabt, habe jetzt schon 1 Stunde Überstunden gemacht für ganz dünnes Geld. Also das sind mal eben 55 Euro, wenn es denn am Ende überhaupt klappt mit den 55 Euro für 3 Stunden Trading oder naja, 3 Stunden Stream. Trading kann man ja nicht sagen. Im Prinzip außer beobachten mache ich ja nichts. Ich habe es schon gesagt. Normalerweise kann man da die Alarme sich einrichten und das Ganze auf dem Handy monitoren. Aber ist man dann im Funkloch oder hat das Handy gerade nicht parat oder ist nicht am Handy dran oder wie auch immer,
dann hat man auch schnell mal ein Problem und kriegt das vielleicht nicht mit und hängt dann am Ende auf einen Verlust, der eigentlich gar nicht nötig war. Ne? So, aber nichtsdestotrotz, 3.895, gucken wir den Chart an. Also wir arbeiten uns ganz langsam hoch. Ich habe es ja gesagt, ich glaube 3.901, das Hoch von vorhin, werden wir nochmal antesten, um da hochzulaufen. Wenn nicht, übel, weil dann kann das hier auch noch ein bisschen länger dauern. Aber wir sehen, im Mitpreis sind wir schon ein bisschen vorangeschritten. Die Position jetzt hier immer noch mit $20 vorne. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt bei $40 sind dann und wir Richtung 3.900 gelaufen sind, dann würde ich den Trade schließen. So kann ich eben halt auch noch ein bisschen abwarten. Ist halt ein bisschen Geduld. Disziplin, nennen wir es Disziplin, so ist das richtig. Ingo, ja, neues Projekt, wie gesagt, ich hoffe, dass wir hier regelmäßig dann diese Trades auch gemeinsam durchziehen. Idealerweise innerhalb von 20, 30 Minuten die Trades dann auch geschlossen haben, entweder eben halt im Verlust oder für uns im Gewinn, weil diese Breakout-Strategie natürlich von der Idee her darauf aufsetzt, dass wir dann auch noch 2, 3 Kerzen in die richtige oder in die gleiche Richtung haben vom Breakout. Wenn wir die dann nicht haben, dann kann das eben halt auch schnell wieder in die andere Richtung gehen und dann ist man eben halt auch raus aus dem Trade, weil man dann eben halt die Verluste realisieren muss. Dass das so wie heute ist, glaube ich, ist ja eigentlich eher die Ausnahme. Das ist eine 3-Minuten-Kerze. Also ich bin hier im 3-Minuten-Chart. Wir bewegen uns hier im 3-Minuten-Chart Opening den ganzen Handelstag bisher. Also wir verlassen dieses Opening, diese Opening-Kerze überhaupt nicht. Und das ist natürlich absolut nicht normal. So, und mein Entry, wie gesagt, ist hier oben mit den kleinsten Zipfel, wo wir hier ein Breakout haben. Also Breakout war ja hier. Also ganz so schlimm ist ja der Zipfel eigentlich gar nicht. Das war ja mal ein Einstieg. Aber wenn ich das jetzt hier mal runterziehe, das wäre ja eigentlich Breakout. So ist es ja eigentlich richtig. Das ist ja doch nicht. Also jetzt erzähle ich schon wieder Quatsch. 3, 6, 9, 12, 5. Na doch, Breakout hier. So. Ja, doch, hier an dieser Kerze, das ist Breakout, also das ist die 15 Minuten heißen, also das ist eigentlich dann kein Breakout, also es ist schon hier dieser kleine Zipfel als Breakout zu sehen und und da bin ich eingestiegen. Also keine Bestätigung abgewartet, habe ich schon gesagt, für die, die jetzt neu dazugekommen sind, meine Idee ist es jetzt dann eben mal zu sagen, okay, ich mache im 3-Minuten-Chart tatsächlich einen Breakout, nur wenn der Schlusskurs über dem Breakout ist, also wenn wir wirklich eine geschlossene Kerze darüber haben und dann den Entry machen, und nicht während der Handelskerze dort schon einsteigen. Warum? Ist das sinnvoll oder nicht? Ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Zumindest ist es dann sinnvoll, wenn wir hier sowieso schon so eine Seitwärtsphase hatten, bevor wir das Breakout tatsächlich gehabt haben. Also wir haben ja hier schon zweimal, also einmal den Höchstkurs markiert, hier sind wir dran abgeprallt, hier sind wir ja letztendlich auch dran abgeprallt, aber hier hätte man die Bestätigung abwarten können, dass wir wirklich drüber schließen und dann erst einsteigen, weil dann ist es auch raus, gerade wenn wir hier so eine Bewegung haben. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier eine starke Bewegung direkt gehabt hätten, die ersten 2, 3 Kerzen, dann hätte man damit rechnen können, dass wir nochmal wieder hier auch runterlaufen, dann hätten wir insgesamt eine größere Range aus der ersten Viertelstunde gehabt und auch dann wäre die Konstellation eine andere und hätte, wäre Fahrradkette. Heute ist es einfach so, wie es ist und das heißt, wir sind auch hier 85 Cent, wir kommen nicht wirklich mit der Position voran, sind immer noch $20 vorne, 1,10, 20. Also wenn wir 80 Cent realisieren könnten, hätten wir immerhin schon mal zu 1,10, wenn 20, 30 Cent, wenn 30, ja, jetzt sind wir bei 90er Mitpreis. Also ihr seht, es wackelt da jetzt ein bisschen hin und her. Ja, muss man sehen, ne? Das ist ein Mammutstream. Aber wie gesagt, die nächsten werden kürzer, da bin ich doch ganz optimistisch, ne?
So, wie gesagt, ich vermute, dass wir die 3.900 nochmal anlaufen, jetzt relativ kurzfristig, weil ihr seht, dass hier der 20er EMA ist leicht aufsteigen. Und wenn wir jetzt hier dieses Hoch wieder rausnehmen, wir greifen dann ja einfach, es bietet sich ja dann einfach an, wenn wir jetzt hier über diese 3.897 gehen. Dann sind die 3.900 auch fällig. Und wie gesagt, ich glaube auch, weil es ein glatter 100er ist, dass wir dann eventuell hier einige Stop-Orders auch schon mal aus dem Markt rausgenommen haben, dass wir Luft haben. Also insgesamt glaube ich, dass dieser Trade tatsächlich auch durchgeht bei 55 Cent jetzt mittlerweile. Das sah natürlich hier ein bisschen anders aus, als es dann wirklich ja, relativ in einem Rutsch von der oberen Range zur unteren Range runtergegangen ist. Wenn wir da durchgebrochen wären, dann wäre der Trade auch im Minus rausgegangen. Also das hier heute ist jetzt, wie gesagt, das ist die Trade-Idee. Das ist natürlich auch die nächste Sache, was man ansprechen muss und was jeder für sich entscheiden muss. Die Trade-Idee ist natürlich auf der einen Seite jetzt schon lange Geschichte. Die ist nicht mehr gegeben. Aber wie gesagt, die Stops sind auch noch nicht erreicht. Man kann auch hier jetzt wieder sagen, okay, jetzt bin ich hier irgendwie endlos in diesem Trade drin. Die Idee stimmt ja schon lange nicht mehr. Das Breakout ist nicht mehr aktuell. Ich beende jetzt hier diesen Trade, lasse das Ganze laufen. Und wenn ich jetzt noch die Zeit und die Lust hätte, könnte ich ja sagen, okay, ich handle eben mal den nächsten Breakout irgendwie in irgendeine Richtung. Aber wie gesagt, ich würde aufgrund des Spreads auch nie länger als 20 Uhr, maximal 20:30 Uhr in den Trade drin bleiben wollen, weil dann nachher irgendwann wird es auch schwierig, dann die Position rauszuhauen. Was meine ich damit? Wenn wir hier aufs Trade-Protokoll gucken, die Longs werden eben halt immer billiger, und wenn wir die nachher irgendwie bei 25, 30 Cent haben und nur noch wenig Handelszeit haben, dann ist eben halt auch die Frage, kauft uns die überhaupt noch irgendjemand ab, oder was kriegen wir aus diesem Trade raus? Ne? Also das ist dann das nächste Problem, dass wir den Trade gar nicht mehr so richtig geschlossen kriegen. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass ich jetzt hier, und da gucken wir mal auf den Einstieg, den Long Put bei 4,25 im Prinzip eröffnet habe. Und gerade weil wir ja hier unsere Olaf-Steuer haben, wenn ich dann jetzt hier bei 2 Dollar rausgehe aus diesem Trade beispielsweise, dann ist es natürlich auch schon so, dass ich hier am Ende jetzt 200 Dollar minus gemacht habe für die auf der Long-Seite und damit im Prinzip in den Steuertopf schon mal 200 Dollar eingezahlt habe. Okay, bis 20.000 ist dann noch ein weiter Weg, aber nichtsdestotrotz ist das eben halt, je länger wir warten, je günstiger das wäre, desto mehr zahlen wir in diesen Steuertopf dann auch am Ende des Tages ein. Das darf man nicht vergessen. Also 4,25, wenn wir hier rausgekommen wären, schon bei 3,50 oder 4 oder sagen wir mal 3 Dollar, wenn es nur 125 Dollar, jetzt sind es dann jetzt schon irgendwann 225 Dollar. Also das summiert sich dann natürlich auch relativ schnell hoch. Je länger wir in diesem Trade sind, desto mehr Verlust machen wir auf der Long-Put-Position und müssen zusehen, dass wir das irgendwie gecovert kriegen. Aber wir sehen auch hier, der Spread da dehnt sich wieder ein bisschen aus. Wir sind jetzt nur noch bei 90 Cent. Die Position jetzt immer noch 20 Cent im Plus, wenn da mal nicht irgendwo wieder was hakt. So, hier Mitpreis arbeitet irgendwie auf 90, 92, also es ändert sich relativ wenig in diesem Chart. So. Also es bleibt dabei, es ist wie festgenagelt, und der Trade zieht sich einfach extrem, 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 extrem hin.
Auf der anderen Seite bis zum Spread, bis zum Strike-Preis sind es jetzt fast 20 Punkte. Das ist natürlich auch letztendlich schon die gesamte Tagesrange, die man jetzt schon wieder als Puffer drin hat. Und ihr seht das, der 3870er Long Put wird immer billiger. Ne? Also die Zeit arbeitet jetzt immer massiver für uns. Wir steigen jetzt hier auch wieder ein bisschen an, sind jetzt hier im Mitpreis wieder bei 80 Cent, 70, 80, 90, also 20 Cent Spread. Wunderbar. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir hier auch wirklich nochmal ein bisschen abbauen. Ne? Also das wäre jetzt eigentlich das, was noch fehlt. So, die Kerze sieht gut aus. 18,15, also ist jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal Anlauf genommen haben, wäre das ja in Ordnung. Auch hier wieder, also wir sehen, dass die 20er EMA heute super wieder funktioniert hat, am Freitag ja auch schon. Ich habe es schon gesagt, also auch am Freitag hat hier der 20er EMA perfekt funktioniert und auch heute halten wir uns hier in diesem Bereich recht gut auf. Gap, Aufwärtsbewegung und für alle die eben halt jetzt eingestiegen sind heute in den Markt, heißt es einfach Wasser treten, hier im Rheuma-Bad und abwarten, dass die Knochen geil sind, dass der Trade irgendwie durchkommt. Ne? Also ihr seht das hier immer wieder. Im Moment rührt sich leider nichts. Aber Position jetzt schon 32, 30, 80, 67. Also ihr seht, jetzt kommt wieder ein bisschen Bewegung rein. Kaum habe ich es ausgesprochen, so wie wir hier auf 3895 laufen. Wenn wir uns den Chart jetzt hier angucken, also wenn wir hier drüber laufen, dann laufen wir jetzt auch die letzten 5, 6 Punkte schnell und dann ist der Trade auch durch. Das sage ich euch, wie es ist. Also da kommen wir definitiv dann in diesen Range rein. Also wie gesagt, es sind ja immer mal wieder auch ein paar neue mit dabei. Ich sehe das ja, meldet sich der eine oder andere ab. Es kommt aber auch einer mit dazu. 18. Juli, Monday, Eröffnung, 15.56 Uhr, out. Das ist noch offen. 18.13 Uhr vielleicht, dann sind wir vielleicht 2 Stunden, 17 Minuten in diesem Trade. Das waren meine Strikes, das war ein Put-Credit-Spread. Margin $390. Entry bei 1,10, Ziel bei 0,55, raus aus dem Trade, wir haben $55 heute. Mein Profit-Target ist in der Woche $15 zu verdienen. Heißt oder wirkt auf dem ersten Step erstmal konservativ. Ich wäre fast schon im nächsten Level für nächste Woche unterwegs. Ist natürlich Blödsinn, weil es ist immer der Mischkurs, was es pro Trade einbringt. Also es kommen ja auch Verlusttrades und da möchte ich dann eben halt im Wochenschnitt bzw. im Schnitt pro Trade $15 verdienen. Also das ist wirklich das Ziel, durchschnittlicher Verdienst pro Woche pro Trade wäre eigentlich richtig. Aber diese Zahl ist jetzt im Moment noch erstmal auf einer 80% Trefferquote oder 85% Trefferquote hochgerechnet. Der wird angepasst, so wie wir eben halt 10 Trades haben, werde ich hier den tatsächlichen Durchschnitt von, hier haben wir die Gewinn pro Trade, das ist der Mittelwert, den wir dann pro Trade haben und dieser Mittelwert wird dann angepasst in der Tabelle, wo wir dann tatsächlich sind. Wenn wir aber tatsächlich dann sagen, okay, wir haben einen Mittelwert von $55, was natürlich jetzt erstmal sehr euphorisch ist, dann sehen wir aber auch sofort, dass die Drawdowns sich massiv reduzieren. Ne? Also wir sehen, die Gewinne natürlich entsprechend sich stark hochsteigern. Nächste Level wäre dann erst bei $219, wenn wir wirklich hier $55 pro Trade pro Woche erreichen würden, hätten also dann ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Fleisch am Knochen sozusagen und könnten dann eben halt aber auch deutlich aggressiver das Depot schneller und aggressiver nach oben traden. Aber wie gesagt, das wollen wir nach 10 Trades, fange ich an, hier dann im Prinzip den Mittelwert zu ermitteln und dann wird er angepasst. Und dann gucken wir uns, wo wir uns hier wie bewegen. Ansonsten werde ich jede Woche hier gucken, wo in welchem Levelbereich ich hier bin. Das sind immer die Gewinne pro, also die gesamt aufgelaufenen Gewinne in diesem Jahr. Das gilt jetzt hier für 2022 halt. Wir haben jetzt den ersten Trade am Laufen und da achten wir dann eben halt, was kommt oder was nicht kommt. So, wir haben den ersten Trade am Laufen. Haben wir den wirklich noch am Laufen? Jawohl. Es ist noch, wie es ist. Wir treten weiter Wasser. Wir sind jetzt hier immer noch bei 3894. Wir sind bei 80, 75 Cent Mid-Price.
Und für alle die, die jetzt ja schon mal so ein Spread gehandelt haben, die wissen, dass das, was hier heute passiert, nicht unbedingt die Norm ist, sondern dass es eher die Ausnahme ist und dass wir es von daher gerade wenn man so schnell die Stops setzt bei 50%, ist das okay. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ich gehe jetzt hier mit Preis einfach mal auf 65. Und okay, mache ich nicht. Will wieder irgendwie was haben. Das ist die Working Order. Replace Order, das macht Sinn. Und ich erhöhe einfach mal hier auf 60. Machen wir ruhig 65. Dann sind es eben halt 40 Cent halt nur, ne? Die wir hier dann verdienen könnten. Letztendlich 65. So, also ihr merkt, 18.17 Uhr, ich fange jetzt an, tatsächlich Richtung Timestop zu arbeiten und sage, okay, wenn jetzt hier auch wieder nichts passiert, fange ich einfach mal an und versuche den Trade ein bisschen besser hinzukriegen. Aber ihr seht es hier, also wir sind jetzt schon wieder im Mitpreis bei 95, also tut einem einfach nicht den Gefallen, er macht das einfach nicht so, wie man es gerne hätte. Warum macht er das nicht so? Sehen wir im Chart. Also wir bewegen uns jetzt wieder auf dem gleitenden Durchschnitt, haben jetzt die zweite rote Kerze, es ist immer kein Durchbruch. Es wird immer schmaler, die Bewegung. Also wenn gleich eine Bewegung kommt, ob rauf oder runter, dann wird sie heftig sein. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt noch im Verlust möchte ich natürlich auch nicht unbedingt reinlaufen. Also es wäre jetzt irgendwie schon cool, wenn der Trade dann auch in der Position auch rausgeht. Also Naked HD XYZ New ADI. Ich weiß nicht, ob ihr die auch immer seht. Ich schmeiße die jedes Mal raus und die kann immer wieder reinkommen. Also wenn ich sage, entferne, nutze auf diesen Kanal ausblenden. So. Habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die denn auch immer seht oder ob die hier nur bei mir ständig wieder auftaucht, denn das ist natürlich auch ein bisschen nervig. So, aber nervig ist und bleibt auch unser Trade. Ihr seht, ich habe Limit jetzt schon auf 65 gesetzt. Wenn ich sage, ich möchte Minimum jetzt für den Aufwand heute 65, wenn auf $45, ich sage mal, wenn ich auf 75 gehe, wenn es $35, das wäre jetzt aber auch das, was ich am Minimum eigentlich für diesen Trade dann heute auch haben möchte, dass ich sage, okay, zur Not könnte ich hier das Ganze noch auf 35 anpassen und würde hier eben mal auf 70 vielleicht gehen, 75 maximal. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch keine Not, ne? Es ist einfach auch keine Not geboten. Wir machen hier seitwärts, also der Zeitwertverfall wird definitiv für mich arbeiten, solange wir eben halt nicht wirklich durchrauschen jetzt auf die 3,875, aber das sieht einfach ja nicht danach aus. Ne? Es ist einfach Seitwärtsgeplänkel und Hin- und Hergeschiebe. Wir sind mitten in der Range, es kann jetzt nach oben runtergehen, es kann nach unten runtergehen, aber wir sind eben halt auch deutlich über dem Strike, der noch immer ja hier aktiv ist. Bei 3,75, das ist mein Strike-Preis, das ist der Entry-Preis, auch der ist noch aktiv. Jetzt rutschen wir hier ein bisschen runter, das ist natürlich auch wieder blöde. Ne? Also überflüssig wie ein Kropf brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eine kleine Aufwärtsbewegung, wären hier schon längst raus aus dem Trade. Haben jetzt einen 90er mit Preis.
Ja, also es ist und bleibt spannend. Es ist und bleibt spannend. Ja, ich denke jetzt mit 3 Stunden, 8 Minuten Stream ist es durchaus angebracht, dass wir jetzt einfach sagen, wir beenden den Stream. Ich gehe jetzt raus, gucke mal, dass ich den Trade hier bis zum Ende zumindest übers Handy noch durchbetreue, nochmal durchkriege. Kann aber derweil hier auch ein bisschen was anderes machen, weil irgendwie verplempern wir jetzt hier wegen 35 Euro auch eine ganze Menge Zeit. Auf der anderen Seite ist es eben halt auch eine Erfahrung. Entry nicht gut gewählt, meiner Meinung nach. Kann man machen, nach Regelwerk alles fein, aber zukünftig werde ich die 3 Minuten Kerze auf Bestätigung abwarten, dass wir da wirklich auch ein Close haben. Und ansonsten wäre heute kein Trade stattgefunden. Von daher sind die 35 Dollar, wenn sie denn kommen, oder 45 Dollar, wenn sie denn kommen, nice to have. Auf der anderen Seite, ja, muss man gucken, ne? Arbeiten wir uns jetzt langsam wieder ran an den Trade. Also, ihr seht das hier, der Mitpreis arbeitet sich langsam Richtung diese 65 runter. Wahrscheinlich würde man hier heute auch die 55 oder 45 kriegen, wenn man einfach mit der Geduld mitspielt. Ich aber habe sie aktuell nicht unbedingt mehr, weil mir das deutlich, deutlich zu lange dauert. Aber ihr seht es hier, jetzt fangen wieder die grünen Kerzen an, was natürlich auch schön ist, wenn wir jetzt hier mit einer grünen Kerze dann den Trade doch noch beenden. Also wie gesagt, am Ende, aufgrund der Zeit, hätte ich dann jetzt hier 0,65, hätte ich dann jetzt am Ende auf 10 Dollar verzichtet, aber wir hätten immerhin den ersten erfolgreichen Trade. Ist immer ein Return of Invest von der durchschnittlichen Margin 319 Dollar. 390 Dollar wäre immer ein Return of Invest von 11,54% jetzt innerhalb von 2,5, 3 Stunden. Wir haben es jetzt, was haben wir jetzt? Zeit 18:25 Uhr. 2,5 Stunden. Das wiederum ist natürlich nicht so schlecht, wenn man das bei den Return of Invest nimmt, innerhalb 2,5 Stunden, 11,5% und das vielleicht jeden Tag. Das wäre natürlich super, aber wie gesagt, soweit ist das alles noch nicht und der Trade zerrt und zieht sich einfach auch dahin. 95 Cent, also wir sind im Prinzip mehr oder weniger den ganzen Tag hier plus minus null. Dann waren wir mal 30 Dollar minus, dann waren wir mal 30 Dollar vorne weg. Aber wir kommen nicht auf unsere Ziele. So, wie gehe ich jetzt weiter vor? Wir haben es jetzt 18:25 Uhr. Der Trade zieht sich, wie gesagt, einfach hin. Möchte ich den jetzt nochmal anpassen oder nicht anpassen? Ich packe den mal auf 70 Cent. So, kurz gucken. So, da Working Order sind wir jetzt bei 70 Cent. Also, nun gucken wir auch hier, ob wir hier tatsächlich rauf rankommen oder nicht rankommen. Aktuell gibt der Kurs wieder ein bisschen nach. Also, ihr seht es hier, die Range, auch die 20, der 20er EMA fällt wieder ab, wir läuft wieder seitwärts. Wenn er jetzt natürlich ein bisschen wieder runter geht, wäre es natürlich wieder blöde, weil dann dauert das mit den Traden noch wieder ein bisschen länger, als es ohnehin ist. Jetzt sind wir schon im Mitpreis wieder nur bei 1 Dollar. Also der Trade ist wirklich, 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 wirklich gruselig. Das muss man einfach mal sagen. Wir kommen einfach nicht auf den grünen Zweig hier mit diesem Trade heute. Es gibt ja hier wieder nach.
Pass auf, wir machen das anders. Wir beenden das Streaming-Video jetzt. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, da groß was zu sagen. Ich lasse den Trade nochmal so laufen, habe jetzt die Order bei 70 Cent platziert. Wenn ich dann jetzt ausmache und über Handy das betreue, vielleicht setze ich ihn auch nochmal auf 55 Cent zurück, denn wie gesagt, wir haben es jetzt 18.27 Uhr. Wenn da eine Bewegung kommt nach oben hin, ist der Trade dann auch durch. Dann nehme ich die $20 mir doch nochmal wieder mit. Beziehungsweise, wo habe ich ihn jetzt platziert? Was haben wir gesagt? Wo steht er jetzt? Bei 70 Cent aktuell. Auf der anderen Seite, wenn ich hier bei 70 raus bin, wären es $40, wäre auch okay. Dafür wird es dann ein bisschen schneller sein. Wäre der erste Trade, wäre immer ein Gewinner-Trade. Alles gut. Ich lasse es bei 70 Cent jetzt laufen. Informiere euch, wie es weitergegangen ist, dann beim nächsten Video. Wenn wir das nächste Video starten, sage ich wieder, beziehungsweise dann kommt wieder ein Vorab-Information. Es wird aber wieder kurzfristig sein, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wann es losgeht, wann ich die Zeit habe. Fakt ist, morgen habe ich definitiv nicht die Zeit. Morgen wird es kein Live-Trading geben. Das schaffe ich nicht. Um 20 Uhr jetzt haben wir auch gleich Live-Trading mit der Seminargruppe. Also von daher mache ich den Trade jetzt zu, beende das, mache den Trade nicht zu, sondern beende jetzt den Livestream und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Ich danke euch für eure lange Aufmerksamkeit, für die rege Beteiligung im Chat. Hat mir Spaß gemacht und ich denke, wir werden im Laufe der Zeit hier auch mit Sicherheit mehr werden. Es wird sich ein bisschen rumsprechen und dann kommen wir noch mehr in den Austausch rein und können diesen Trade noch mehr betreuen und vor allen Dingen am Regelwerk noch mehr feilen. Also bis dahin, bleibt gesund, die Tage, wir sehen uns die Woche auf jeden Fall noch wieder. Also ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.